Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin wieder live auf Twitch und wir spielen die Forgotten Realms Challenge mit unserer lieben Esmeralda. Der Chat ist auch wieder dabei. Es wird wild, denn ihr hört wie immer die Töne, die Gespräche und alle anderen Dinge. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Ihr müsst es aber leider ertragen, denn mein Chat ist ein Party-Chat. Und so ist es. So, und heute sind wir dabei, die Elfen-WGs anzuschauen. Also beziehungsweise wir kommen jetzt dazu. Ich bin schon absolut gespannt, denn die Desert Bunnies waren sehr fleißig. Ich habe ein bisschen gespickt, ja, um zu gucken, wie viel haben wir denn. Und es ist einfach, es ist beautiful. Ihr werdet schock sein. Die Elfen werden ein wunderschönes Zuhause haben. Und ich glaube, wir müssen sogar weitere Elfen einziehen lassen, denn die Häuser sind so toll. Ich kann mich, glaube ich, gar nicht für eins entscheiden. Aber das werdet ihr gleich sehen. Und deswegen schnacken wir nicht mehr länger rum, sondern starten direkt rein. Let's go! Also wir gehen rüber. Wir sind direkt in der Galerie. Ja. Deswegen, ich habe ja gesagt, ich habe schon ein bisschen gespickt. Ich habe unser Hashtag Safarina geguckt, da sind aber aktuell die Shells, ja, die meinen wir nicht. Wir hatten aber Elfen, glaube ich, war es. Elfen Safarina. Und wenn wir das eingeben, haben wir einmal hier eine WG. Ist das von dir, Varia? Das sind meine Sims und meine zwei Häuser, ganz genau. Das ist meins. Varia. Varia, Vanaria, Entschuldigung. Vanaria, ich hab das gesehen. Und ich saß so hier und dachte mir so, was? Vanaria, es ist so mega krass geworden. Es ist ja einfach, es ist so schön geworden. Der erste Eindruck ist ja der Hammer mit den Kristallen und oh mein Gott, also Leute, ich bin absolut fasziniert. Und das müssen wir jetzt platzieren. Wir müssen es jetzt platzieren. Ich bin hin und weg. Warte mal, wir haben hier 50 mal 40, 30 mal 20. Es wird jetzt 50 mal 40. Rein theoretisch könnten wir, aber wobei, das habe ich hier so schön hingebaut. Das ist 50 mal 40. Wir könnten den Nationalpark wegmachen und da noch ein Haus von euch auf jeden Fall hinbauen, weil es ist zu schade. Es ist einfach zu schade. Die sind so toll geworden. Ja, aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal zu euren Elfen ins Game. Milchen, Hallöchen! Schön, dass du da bist! Hallo, wie geht's dir? Da war meine Familie Rainbow Toast. Ich hab's gesehen, Nutella. Die ist auch so süß. Schwedenbomben sind diese Schaumdinge mit Schokolade. Ach so, kenne ich gar nicht. Elfen sind WG. Ja, das stimmt, Mini. Die kommt danach. Dankeschön, aber ich habe da nicht wirklich viel gemacht außer nur den Turm und die Kristalle und ein, zwei Bäume. War nachher so absolut kein Ding gewesen, war nicht viel Arbeit so. Ich muss putzen, oh no, Sarah. Ekelhaft, ekelhaft. So, okay, wir geben den Mäusen jetzt mal Money, ne? Das Ding. So, wir geben ihnen jetzt halt mal 500.000. Wir können es ja wegmachen, wenn wir zu viel haben, ne? Aber ich würde sagen, als erstes platzieren wir mal Vanarias Häuschen. Oh, wartet mal. Wir machen hier erstmal alles platt. Ich habe nämlich Move Objects On an und nicht, dass wir alle möglichen Sachen ineinander platziert hätten. Da hatte ich nämlich gar keinen Bock. So, also, Vanarias Häuschen. Ein Haus am Fluss von Old New Hanford, von betrachtlicher Größe mit genügend Anbaufläche für einen Sim, der Pflanzen züchten, Tiere halten oder eine Familie gründen möchte. I know! Du Mausi! Janislein, Hallöchen! Hallöchen, schön, dass du da bist. Hi, hi. Janislein oder Jan? Jan Nikilein. Du musst mir sagen, wie ich es richtig ausspreche, ja? I know, Sarah, ich leide mit dir. Ich leide mit dir. Bei uns heißen die Schokoküsse. Ja, ich dachte auch an Schokoküsse, ne? Ich glaube, dass schon, dass das die Schwedenbomben sind. Hä? Heißen sie nur auf Österreichisch Schwedenbomben?
die gegoogelt sind für uns Schoko. Ach, Schokoküsse, okay. Die Beschreibung habe ich voll vergessen umzuschreiben. Hab dann nur die Hashtags gemacht. Ach so. Okay. Okay, gut. Okay. Gut, dann nehmen wir das jetzt so an. Kennt ihr die auch nicht so? Ja, ich kenne die auch. Ja, steht ja auf den Verpackungen. Ah. Okay, also. Banania hat sich gedacht, wir nehmen das alte Haus und wir bauen es einfach um. Passend für unsere Elfi-Melfis. So, Bild. Einfach wild. Kenne die nur als Schwedenbombe, siehst du? Ich kenne sie als Schokoküsse. Okay, pass auf. Wir machen einfach jetzt so eine richtige Haustour, ja? Wir machen das jetzt einfach so. Wie eine Shell-Tour machen wir jetzt. Weil es ist, ich bin einfach gespannt. Ich freue mich so auf eure Häuser. Oh, da ist sogar der magische Baum. Kommt man durch den magischen Baum dann auch in die magische Welt? Oh mein Gott, ist das Haus süß. Oder... Ja, Vanaria hat sich ein bisschen ins Zeug gelegt und hat es richtig, 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 richtig besonders gemacht. Mega. Das Haus ist Hammer, finde ich auch. Aber ab jetzt, wenn ich Schwedenbomben sage, weißt du, was ich meine? Jetzt weiß ich es, ja. Früher gab es da auch noch einen anderen Namen dafür. Das soll man eher nicht vernehmen. Oh mein Chris. Okay, also die Details sind da. Wir haben hier die Gartensachen, ja. Oh mein Gott, ich bin... Ach, wie süß. Sogar mit den Briefen und einer Handtasche. Ach, wie toll. Und die Blumen, die hier liegen. Du wieder, ja, ja. Streamst du dann die Auflösung von der Shell Challenge direkt am 4.8.? Ja. Weil wenn ja, hoffe ich, dass ich dabei sein kann, weil ich erst am 6.8. feier. Hä, was meinst du, Juli? So viele Details und so viele Pflanzen. So schön, oder? So schön. Ach, wie süß. Guck mal, die Pilze. Geburtstag, Mensch. Ach so. Janice, französisch ausgesprochen. Also, erste Version war richtig. Okay. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Gut. Weil das wäre jetzt auch das, wie ich dich auf Anhieb genannt hätte, ja? Also, aber manchmal ist ja wild. Manchmal hat man ja andere aus. Ne? Genau. Ausspruchsweisen. Ist das richtig? Ich weiß doch auch nicht. So, aber das ist auf jeden Fall das Haus. Die wunderschöne Küche. Ich lieb's. Ich lieb's absolut. Ein Glück sind Controller so konzipiert, dass ich nur meine Finger bewegen muss. Spider-Man, das Game macht so Spaß, wenn das der Lieblingsheld ist. Das glaube ich. Das glaube ich. Ich gehe jetzt backen. Viel Spaß noch, ihr Süßen. Bis später, Eileen. Und zeig uns, was du gebacken hast. Wow, Leute. Herzlich willkommen in der Wüste. Penne auf dem Boden. Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Sehr wilder Name. Ja, meine Lehrerin hat mich früher auch immer Janis genannt. Ach so. Oh mein Gott. Okay, das ist ja dann... Das ist dann nicht so schön, ne? Oh Mann. Guck mal, hier ist sogar Platz für ein Kätzchen. Hab heute mein Zeugnis bekommen. Und Nutella. Und? Wunderschön. Schaut mal, wie schön auch dieser Arbeitsbereich eingerichtet ist. Es ist so schön. Wowie. Hier ist auf jeden Fall ein Schlafzimmer schon mal. Wunderschön. Wunderschön. Ruckelt es bei euch eigentlich oder ist es in Ordnung?
Weil ich habe das Gefühl, es ruckelt so ein bisschen. Dann müssen wir nämlich in den normalen Live-Modus gehen, wenn es im Baummodus ein bisschen ruckelt. Nee, alles in Ordnung. Perfekt, gut. Es geht. Okay. Perfekt. Schaut mal, wie schön. Das Bad ist auch so toll. Und die ganzen Pflanzen. Ich lieb's. Und... Hallo. Ja, der Name ist zusammen mit einer Freundin entstanden. Hallöchen. Schön, dass du schreibst. Ja, der ist aber ein sehr guter Name. Bei mir alles in Ordnung, würde ich sagen. Dankeschön. Dankeschön fürs Feedback, Leute. Vielen, vielen Dank. Also, ich bin in love. Oh mein Gott, Vanaria. Ich bin absolut in love. So, das erste Obergeschoss. Es ist so schön, oh mein Gott. Es ist einfach genau sowas, was ich mir vorgestellt habe. Es ist so ein bisschen enger und so voll blumig für Elfen und trotzdem irgendwie so Cottagecore cozy. Ich lieb's, Leute. Also ich mag den Namen, das ist gut. Schaut mal, hier ist sogar ein Knietchenentchen. Süß. Und eine Maske. Oh mein Gott. Ein Schwangerschaftstest liegt hier aus. Es freut mich, wenn es dir gefällt. Es ist Hammer. Okay, wir ziehen da ein. Es ist Hammer, ne? Hammer. Oh mein Gott. Letterina, meine Maus, hallo. Ich freue mich, von dir zu lesen. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Sind das Shell-Tours oder was gucken wir uns hier an? Sieht voll cute aus, voll toll gebaut. Es ist keine Shell direkt, sondern wir haben für unsere Elfen ein Haus gebraucht. Und ich habe gesagt, wer Lust hat, kann gerne ein Haus bauen. Und wir haben jetzt gerade drei Häuser, die... Ui. Eingereicht worden sind und die schauen wir uns jetzt an und entscheiden uns, wo unsere Elfen jetzt dann einziehen dürfen. Oh, wie schön, guck mal. Ganz toll. Ganz toll. Richtig schön. Es ist vor allem so schön winklig gebaut. Man verläuft sich so ein bisschen. Ich finde das so schön. Oh, und die Lichter und alles. Lieb ich. Danke. Ja, oh. Und auch so verschieden, aber alles irgendwie trotzdem in dem gleichen Stil. Ich bin absolut verliebt. Verliebt! Schön. Einfach schön. Einfach schön. Waren wir hier schon drin? Ja. Seht ihr, das meine ich. Es ist einfach toll. Die Verwinklungen sind der Hammer. Wow. Wow. Vanaria, ich bin absolut verliebt. Oh mein Gott. Wie viel Zeit hattet ihr jetzt? Eine Woche? Und für eine Woche einfach so nebenbei, ach, ich habe ja nicht viel gemacht, hat Vanaria gesagt, ja? Es ist ja der Hammer. Wunderschön. Und der Garten, den haben wir ja noch gar nicht richtig gesehen. Nur von außen, also von vorne ein bisschen. Also von dem her... Gehen wir auf den Dachboden. Und es sieht einfach aus... Oh mein Gott, der Dachboden ist ja so schön. Wow. Auch mit dem Zugewachsenen und... Oh. Kriegt einen Anfall. Vanaria. Wow. Vanaria. Ich krieg die Krise. Bin auch verliebt. Es ist so schön. Wenn es in echt gäbe, würde ich sofort meine Sachen packen und einziehen. Oder es ist toll. Und ich meinte, im Außenbereich habe ich kaum was gemacht. Okay, okay. Ich habe gestern einen guten Tag gemacht. Gut geht es mir. Nach eineinhalb Wochen, dann habe ich endlich Sommerferien. Aber davor darf ich mich noch auf drei Ausflüge freuen. Oh, wie schön. Wohin geht's denn? Wohin geht's denn? Mir geht's gut. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir springen jetzt runter. Wow, also hier hinten sind die Mülltonnen. Und Vanaria will uns auf jeden Fall umbringen mit dem wunderschönen Teleskop. Wir wissen ja, dass das super funktioniert. Wie schön. Leute, wowi. Wowi, wowi. Und der Korb und so, es ist einfach so Zucker. Ich griete Vanaria. Bi, du hast im Garten nicht viel gemacht.
Und die Kerzen hier überall. Zum Hinsetzen, also zum Yoga machen gibt's was. Und hier vorne geht's wieder vor. Celine, Hallöchen! Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dem Baby? Alles gut? Oh Gott, da gibt's die Vogelscheuche. Nee, also Vanaria, entschuldige bitte, nicht viel gemacht. Es ist einfach Magic WG Haus. Es ist einfach wunderschön geworden. Es ist wunderschön geworden, Vanaria. Der Hammer. Es ist der Hammer. Planieren. Und dann entscheiden wir uns, welche Elfen, also welches Haus jetzt hier stehen kann. Und wir stellen, beziehungsweise, also wir bauen dann auch die anderen Häuser hin, ne? Zafirida, Elfen, Vigi. So, und da haben wir die zwei anderen Häuser. Einmal von Mini. Wann drehst du den Film über Elfen und dein Haus? Ist echt so, oder? Wunderschön, wunderschön. Der Garten ist auch so schön. Ich lieb's auch. Ich danke. Vanaria ist so richtig, richtig entspannt über die ganze Situation. Mega. So, das ist das Haus von Mini. Mini hat komplett was Neues gebaut und sie hat es eher modern gebaut. Welche Film drehen? Passend zum Haus, mein Trophy, glaube ich. Oh, wie süß. Oh mein Gott, ich sehe direkt mal ein richtig tolles Detail. Wir haben hier die Fahrräder in den passenden Farben. Wie süß ist das denn? Und wir haben Blumenkästen. Ich liebe Blumenkästen. Die machen einfach, wenn man ein Haus baut, sowas von etwas her. Es ist vom Stil her komplett anders. Vanaria hat sich gedacht, ich nehme das alte Haus und baue es um. Und Mini hat sich gedacht, ne, umbauen reicht mir nicht. Ich baue neu. Und das ist jetzt das Haus von Mini. Wasserski, Fahrradtour und wahrscheinlich Lasertag. Oh, muss kurz los, aber komme denn wieder. Alles klar, Nutella. Bis dann. Ich möchte gerne mit zur Fahrradtour. Darf ich mit? Mir geht's sehr gut. Hab nur ein bisschen Kopfschmerzen. Soll wohl heute noch regnen, das merke ich dann immer. Dem Baby geht's blendend, denke ich auf jeden Fall. Tritt der Kleine kräftig. Oh, wie schön. Von mir ist doch von dir, Mini, oder? Oder nicht? Oder habe ich mich vertan? Ist das nicht von dir, Mini? Nee, das ist es nicht. Oh, Mini, welches ist dann von dir? Das hier? Nö. Das daneben. Ah, das hier ist von dir. Okay. Dann habe ich mich vertan. Dann ist das von... Wer hat das dann gebaut? Ich dachte Mini, weil Mini Kätzchen und du Mini heißt, ne? Denkfehler gehabt. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber immer noch mega, mega. Also wie gesagt, komplett neu gebaut. Und wir gehen als erstes in das Häuschen rein und haben hier einen richtig tollen Eingangsbereich. Oh mein Gott, es sieht absolut edel aus. Vom Stil her, wie gesagt, komplett anders, sehr modern, sehr königlich eingerichtet, finde ich. Als wäre es wie hier so ein Warteraum. Also nicht, ups, nicht jeder darf sozusagen rein. Man kommt zwar in die Haustür, darf dann aber erstmal noch im Warteraum Platz nehmen und ich habe das so umgehört. Also das war schon so, sorry. Alles gut. Und darf dann erst sozusagen ins Haus selbst rein. Ich wüsste nicht, was ich da für einen Film machen könnte, aber ich denke, danke für deinen Zuspruch. Hier ist alles extrem hell. Also, wow. Das liebe ich. Also, ich mag auch so komplett weiß auch sehr gerne, weil man dann eben extrem viel mit Deko spielen kann. Und in einem Jahr gefällt es dir in rosa, im nächsten Jahr magst du es aber lieber in grün. Und somit, wenn du vieles in weiß einrichtest, kannst du von der Deko deinen kompletten Raum immer wieder ändern. Also das ist schon mega cool. Mach doch einfach wie J.K. Rowling oder so irgendwas mit Zaubern und Elfen, Safarina in der Hauptrolle oder so. Ja, ja.
Mega schön. Lieben wir. Na, hallo Janini, Vero, meine Liebe, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Schön von dir zu lesen. Das ist auch cool gemacht. Hier einfach eine Wand dazwischen gezogen. Somit hat man hier einen Raum. Und hier hinten haben wir im Prinzip ein Wohnzimmer. Richtig schön gemacht. Und Platz für Kids gibt's auch. Du. So, wen muss ich da noch mit reinziehen? Raffi, ich glaube, du müsstest dir mal meine Trailer anschauen. Dann wärst du, dann kannst du noch mehr, viel mehr Leute mit reinziehen, du. Ein Arbeitszimmer, auch mega schön. Sehr, sehr cool. Hatte heute Abschluss 3 und sind in die Klassenzimmer gestürmt und so. Oh mein Gott, Vero, wie cool. Hat Spaß gemacht. Da war das Arbeitszimmer. Was ist denn hier? Ein Bad. Auch sehr schön. Und alles so hell eingerichtet. Ich mag's. Sieht einfach aus wie Neubau. Es war so cool. Das freut mich. Das freut mich. Und ich liebe die Pflanzen, die hier die Wand hochwachsen. Es ist einfach richtig schön gebaut. Love. Marmortreppe. Marmortreppe darf in einem königlichen Haus natürlich nicht fehlen, ne? Du. Ein Zimmer haben wir hier. Wunderschöni. Für die braune Elfe wahrscheinlich. Also für die Erdelfe. Für die Luftelfe. Was haben wir hier? Ein Kinderzimmer. Sehr schön. Oh, für welche Elfe ist das? Für die Sternenelfe vielleicht? Durch den Stern? Ja, die Sternenelfe hat ja schwarze Kleidung an. Das ist für unsere Blumenelfe? Haben wir eine Blumenelfe? Rosenelfe, glaube ich, haben wir, oder? Wir haben so viele tolle Elfen. Ich habe schon wieder komplett vergessen. Wow, Wasserelfe? Oh, wie süß. Der Charakter ist richtig geworden. Also richtig toll geworden. Ich lieb's. Sonne? Mega schön. Das ist toll. Die Tapete mit dem orangenen Bett und so, das ist richtig schön geworden. Lieb ich. Liebe? Leibe? Was? Was habe ich gesagt? Habe ich was Falsches gesagt, Mini? Liebe! Ja, stimmt. Liebeselfe war es. Liebeselfe. Richtig. Mini kennt sich aus. Und dann haben wir hier noch einen Balkon. Och, wie schön. Wo man sich auch schön ausruhen kann. Und dann, das ist schön. Guck mal, wie schön der Blick von hier aus ist. Wow. Und man hat Platz, also man hat den Ausblick zum Elfenkönig zu gucken. Schaut mal, wie schön. Leute, ey, holla die Waldfee. Richtig schön. Wir springen wieder hier einfach drüber. Schwupp. Und fliegen hier um die Ecke. Beziehungsweise wir drehen uns um die Ecke, weil sonst dauert es zu lang. So. Und haben hier, oh wie schön, der L-Pool ist ja toll. Den Pool, der ist mega. So was möchte ich mal im Garten. Das Einzige, was glaube ich nicht ganz so gut ist, ist der Baum direkt über dem Pool. Weil der die ganzen Blätter reinwerfen würde. Aber es sieht wunderschön aus. Wir lieben es. Ich meinte Liebe, ja. Eine Außenküche im Prinzip. Mit Bar. Mit sogar Hockern, also zum Sitzen. Bänke, Lagerfeuer. Richtig schön. Lieben wir. Wer hat's gebaut? Leute, wer hat's gebaut? Wer war's? Richtig schön. Ich habe allein 4 Stunden für den Pool in der Shell gebraucht. Ja, Leandra, I know. Du hast ja gesagt, du hast den Pool. So, wartet. Oh, Benutzer definiert habe ich gar nicht geguckt. Doch. Okay. So, dann haben wir hier das Farmhaus, was auch für die Elfen gebaut worden ist. Und zwar von Mini diesmal. Jetzt ist es aber richtig, ne? Jetzt ist es deins. Das heißt, wir reißen hier wieder alles ab, damit wir hier nichts über haben. Die meiste Zeit habe ich für die Küche gebraucht. Bin jetzt aber sehr zufrieden. Das freut mich. Ja. Jetzt kommt das Richtige von Mini. So. Auch komplett anders gebaut. Also nicht das Ursprungshaus genutzt. Ach, süß.
Farmhaus trifft es halt einfach richtig gut. Lieben wir. Also. Wir kommen wieder rein. Haben eine wunderschöne Veranda mit Schaukelstühlen, wo man schön stricken kann. Sehr schön. Ich liebe die Veranda. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir einen Eingangsbereich mit Garderobe. Sogar ein Abstreifer für die Füßchen. Thermometer ist da. Richtig schön. Es sieht auch so aus, als würden hier mehrere Leute wohnen und es ist nicht ganz so ordentlich. Delia, Hallöchen! Schön, dass du da bist! Hi! Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Voll schön, von dir zu lesen. Alles gut? Gehen wir erst links oder rechts? Wir gehen erst links. Ein Arbeitszimmer. Oh, die Schränke sehen ja cool aus hier. Die passen zur Tapete. Und die alte Schreibmaschine als PC. Wie schön. Wie schön. Okay, Safi wird nicht Hauptdarstellerin, sondern Drehautorin. Vanaria stellt den Drehort, nämlich das Elfenhaus zur Verfügung. Und wer wird nur die Hauptdarstellerin? Du. Du hattest die Idee. Du machst es. Ach, wie süß. Guck mal. Ich habe gestern so eine Liste gemacht. Die eine Liste für Jungsnamen und die andere für Mädchennamen. Alles für meine 100-Baby-Challenge. Liebe wieder fleißige Mausi. Aber dann weißt du, wenn wir das nächste Mal nach Namen fragen, bist ja du die, die einfach ihre Liste zücken kann und einfach mega Ideen hat. Muss ganz schnell groß. Los. Raffi. Wie schön. Diese Farbe passt halt auch wunderschön zu Esmeralda, ne? Also ich muss schon sagen, ach, wie süß. Schön, die Küche in dem Grün. Lieben wir. Ich liebe im Moment allgemein Mintgrün. Absolut, absolut schön. Ich weiß auch nicht, ich hab da im Moment... Yes, yes, sind aber auch echt schöne Namen. Ja? Hau mal ein Beispiel raus, Livia. Bin eine neugierige Mausi. Ein schönes kleines Wohnzimmer, auch in Grün, aber sehr rustikal eingerichtet. Und hier haben wir das Bad hinterm Wohnzimmer, auch total interessant. Die Waschbecken sind cool. So eine Mischung aus alt und neu. Ich stelle mein Haus gerne zur Verfügung. Für den Drehort, meinst du? Sehr nett, Vanaria, sehr nett. Da sind wir hergekommen. Da haben wir dann das Esszimmer. Dann haben wir hier noch ein Zimmerchen. Ah, ist das der Wäscheraum? Nee, ist das nochmal ein Bad? Ein Bad, bevor man rausgeht. Ah, und was ist das? Mach mir ein bisschen Angst. Bin wieder da, WB Nutella. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Und hier geht's auch raus. Die Farbwahl gefällt mir voll gut. Da würde ich einziehen. Voll mein Stil in der Farmlook. Ja, ich lieb's auch. Und die Farbwahl mit dem Mintgrün. Wunderschön. Wunderschön. Ich bin absolut Abstellkammer. Abstellkammer. Aber absolut cool genutzt, Mini. Eben nicht nur Abstellkammer, sondern direkt mit Waschbecken, wenn man vom Garten reinkommt, wenn man irgendwas gartenarbeitsmäßig gemacht hat, man kann die Sachen abduschen, die Tiere abduschen, sauber machen und so. Richtig schön. Dann haben wir hier wieder so eine kleine Veranda mit Grill und mit Teleskop, weil Teleskop macht euch besonders viel Spaß in meinem Spiel, glaube ich. Es ist ja sehr schön dekorativ, aber es ist mir einfach zu gefährlich. Ich habe Angst vor Teleskopen. Sarah, Finn, Gianna, Alex, Ian, Lilith. Ich liebe diese Namen einfach. Echt voll schön. Echt voll schön. Alina, Hallöchen. Sehr schön. Warum gibt es sowas nicht in echt? Was meinst du? Ein Teleskop oder ein Haus? Oder was meinst du, Alina? Schön. Oh, Mini. Mini hat einen Hasenbusch platziert. Hasen lieben wir. Hasen lieben wir. Guck mal, wie hübsch das aussieht. Wow. Wow. Mein Gott, das ist so richtig idyllisch. Guck mal, dieser Blick. Wie idyllisch ist das bitte? Mini, ich lieb's. Mir geht's leider nicht so gut. Oh no, wieso geht's dir nicht so gut? Wieso geht's dir nicht so gut?
Meer Schwedenbrunn macht das. Hier haben wir jetzt dann noch liegen und auch so wunderschöne Bänke zum Hinsetzen. Wir lieben's. Und dann kommt man hier wieder raus. Hat Platz, das meinte ich, für die Blumenarbeit. Und dann kann man reingehen, kann sich direkt die Hände waschen und alles Mögliche. Passt perfekt. Passt perfekt. Warum geht's dir nicht gut, Elia? Haus, habe vergessen, vor dem schönen Haus zu schreiben. Achso. Ich liebe es auch. Mein Onkel wurde... Oh no, Delia. Delia, ich drück dich ganz lieb und ich wünsche dir und deiner Familie und vor allem deinem Onkel ganz viel Kraft, ja? Ganz viel Kraft. Ich hoffe, wir können dich ein bisschen ablenken. Danke, ja. Hier haben wir dann einen Sprenger. Einen Rasensprenger. Heißt das eigentlich überall so? Oder Rasensprengler? Also wir sagen nämlich Rasensprenger, also Sprenger. Aber es heißt eigentlich Sprengler. Katharina, danke schön für 10 Bits, du Maus. Bits, Bits, Bitsy, Bits. Danke schön. Oh no, das tut mir leid. Von mir auch ganz viel Kraft. Ja, Katharina, danke schön. Hier haben wir dann einen wunderschönen Gartenbereich zum Anpflanzen, sogar schon mit Pilzis. Es hat grüner Pilz, würziger Pilz, Petersilienpflanze, sehr schön. Einen wunderschönen guten Tag, Babsi. Hallöchen, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Oh nein, fühl dich gedrückt. Wünsche dir und deiner Familie ganz viel Kraft. Sehr lieb von dir, Mülchen. Und hier haben wir die Hühnerlis mit Bienchen. Und hier haben wir einen... Kuh oder einen Lama-Stall, je nachdem, wie man es nutzen möchte. Und ein wunderschönes Teilchen. Ganz gut dir, mir geht's gut. Mir geht's gut, lieb, dass du fragst. Dankeschön, Babsi. So, das sind unsere drei wunderschönen Häuser. Ich würde sagen, wir machen eine Umfrage, oder? Wir machen eine Umfrage. Entweder, also für die aktuellen Elfen. Der obere Stock. Oh mein Gott. Antonia Gunti, herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Hallöchen! Hi, hi. Fügt sie zusammen und macht was daraus. Bibbidi babbidi, bibbidi babbidi, bibbidi babbidi. Aus. Dankeschön, Babsi, dankeschön. Mini, wir haben ja den oberen Stock vergessen. Sie hat ja gesagt, dankeschön für euer Aus. Sie hat ja gesagt, sie hat extra so schöne Schlafzimmer eingerichtet. Wir hatten ja gar keine. Janine ist wieder die loste Karotte. Oh, wowie. Ach, schön. Oh. Miriam, bist du? Miriam. Dankeschön. Für 1000 Bits. No, jetzt kam ich echt zu spät. Miriam Maus. Du bist doch verrückt, du Nudel. Miriam wieder am Start. Bei 1000 Bits Propeller der Haus. Miriam, ganz, ganz viel Liebe und ganz viel Drück und ganz viel Knutsch und alles an dich. Mausi, das muss doch nicht sein. Bin ein wenig geschockt jetzt wieder, ne? Miriam, du kannst nicht jedes Mal herkommen und so eine Bombe platzen lassen. Es geht nicht. Geht nicht, Maus. Geht nicht, Maus. Nein. Was machen wir heute? Wir gucken die, die gebauten Elfen-WGs an, Babsi. Miriam. Miriam macht mich fertig. Maus, ey. Cool. Yes. Die haben die Bunnies gebaut.
Ein sehr schönes Zimmer. Total klein, aber absolut fein. Ich lieb's. Es erinnert mich so ein bisschen an so ein Hotelzimmer, an so ein richtig schönes. Raffi, lach doch nicht. Lass doch den Hase-Propeller. Ella. Ich saß so lange da dran, bis jetzt zu spät. Finde ich nicht so toll. Ach, an deinem Haus meinst du, Miriam? Bitte noch paar Mal solche Bomben schmeißen, dann ist Safi kaputt. Ja, echt so. Bin ich einfach kaputt. Sehr, sehr schön. Coolio. Ey, langsam raste ich aus. Zuerst lädt mein Sims 30 Jahre, dann kurz bevor ich spielen kann, stürzt mein PC ab. Oh no! Oh no! Waren wir jetzt hier schon drinnen? Ja. No, Miriam. Aber du kannst es dir angucken, was ich gesagt habe. Och, wie schön. Wow. Oh, wie schön. Mit dem Absatz. Das sind ja die Bremer Stadtmusikanten. Goldig. Und auch die Tapete und alles. Oh, schau mal, wie schön. Voll detailreich. Mega cool. Mini, wir lieben's. Das Zimmer ist schön, oder? Und das passiert so oft. Ich kann nicht mehr. Oh, Maus. Ich glaube, Lurk kommt gleich wieder. Alles klar, Litterina. Danke für deinen Lurk-Support. Ich glaube, du Mäuschen brauchst dringend Hilfe mit deiner Custom-Content-Sucht. Deswegen hat der PC keine Lust mehr. Du darfst nicht mehr zu viel Custom-Content runterladen und auch den kaputten rausschmeißen. Das ist für die Wasserelfe, richtig? Vielleicht hilft es, deine Grafikeinstellung runterzustufen. Vielleicht ist dein PC zu stark ausgelastet. Ja, genau. Viel zu viel Custom Content. Das ist es. Das ist es. Guck, ob der zu warm wird oder wie dein Speicher reagiert beim Laden. Für die Wasserelfe, ja. Und hier waren wir jetzt gerade, ne? Ist das okay? Da ist das Zimmer gewesen. Oh, da hinten ist auch noch ein Zimmer. Habe ich das schon gesehen oder habe ich es? Ich habe es unter Kontrolle. Miriam! Nochmal für 605 Bits. Ich weiß nicht, ob meine WG schon angeschaut wurde. Deine WG wurde schon angeschaut, Miriam. Wenn du die moderne weiße WG gebaut hast, dann wurde deine WG schon angeguckt. Findest du mein kaputtes... Wie findet mein kaputtes CC? Über dieses eine Sims-Programm, dessen Namen ich immer vergesse. Herzlich willkommen in der Wüste. Herzlich willkommen in der Wüste. Vielen Dank für deinen Follow. Ein Küsschen und ein Küsschen an dich. Und Trodan, herzlich willkommen in der Wüste. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Dankeschön, Maus. Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Wie geht's euch? Was habt ihr gemacht? Hallöchen. Oh, ich freue mich. Ich gehe mal rüber. Hallo, ihr Lieben. An die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Janine Safarina. Und wir spielen hier Sims und noch mehr Sims. Und ich freue mich gerade sehr. Dankeschön. Nexte, Hallöchen. Danke fürs Schreiben. The Lucky Bear, Hallöchen. Mammy, Hallöchen. Nadinchen, Bienchen, Hallöchen. Kronkelhausen, Hallöchen. Minimalismus, Hallöchen. Marinierte Hüfte, wie cool ist der Name? Hallöchen. Foffi, hallo. Zolle, Hallöchen. Bipsat, Hallöchen. Tanzikatz, Hallöchen. Hi. Und Caro, hallo. Luzion, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Hallöchen, hallo. Blokodil, Hallöchen. Hoffi, Akatino, Hallöchen. Geht's euch gut? Einen wunderschönen Freitag. Wir haben heute nur geplaudert.
Caro, aber das ist doch voll schön. Plaudern ist doch toll. Plaudern macht Spaß und muss sein. Och, wie goldig bist du denn, Mami? Dankeschön. Wie geht's euch, ihr Lieben? Wie geht's euch? Hattet ihr einen schönen Tag ins Wochenende? Leila, hallo! Hallöchen! Dankeschön für den Shoutout. Sehr gerne, du hast es so verdient. An alle Hasen, geht unbedingt drüber mal zu Caro. Sie ist ein Herzensmensch. Sie ist so eine zuckersüße Maus. Mami, herzlich willkommen. Du bist so schön, dass du da bist. Es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Hallöchen. Ich hoffe, ich habe euch alle begrüßt. Nadinchen, Bienchen, hi, hi. Hallo, hallo. Ja, also, wenn ihr Lust habt auf Sims, dann seid ihr genau hier richtig, denn wir spielen. Mini, schön, dass du da warst. Bis bald, meine Liebe. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir heute gut. Und vielen Dank für dein Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Dankeschön, meine Liebe. Dankeschön. Herzlich willkommen. Du bist so schön, dass du da bist. Es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für dein Follow. Auch an dich. Ein Herzchen und ein Küsschen. Hi, hi. Jetzt habe ich es fast schon wieder vergessen, ich Dussel, bei dir, bin dir einfach nicht gefolgt. Alles gut, Caro, musst du dich nicht entschuldigen, es passiert mir auch ganz, ganz oft. Bei Sims bin ich dabei, also ihr findet von Dienstag bis Sonntag jeden Tag Sims. Also ich streame nur montags nicht, an allen anderen Tagen bin ich live. Und wir haben von Bau-Challenges bis Cast-Challenges bis zur 1000-Baby-Challenge bis zur Forgotten Realm-Challenge, welche wir heute spielen, bis zur Black Widow und Disney Legacy haben wir alles dabei. Wir haben alles dabei. Wenn ihr die Trailer von den jeweiligen Challenges sehen möchtet, guckt gerne auf YouTube vorbei. Dann wisst ihr, um was es sich aktuell handelt, welche Hauptcharaktere wir haben, bis auf die Forgotten Realms Challenge. Da haben wir keinen Trailer. Alle anderen haben Trailer. Und dann seid ihr up to date. Und da könnt ihr auch die alten Parts mit anschauen und alles. Ich freue mich. Dankeschön für deinen Raid, du Süßi. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich drücke dich ganz lieb. Und jetzt muss ich einfach mal euren Partytext da vorlesen. Wir kommen mit Gewatschel und Geschnatter. Grüße aus dem Pingu-Gatter. Wir kommen mit Gewatschel und Geschnatter. Grüße aus dem Pingu-Gatter. Wie süß ist das denn? Wie süß ist das denn? Ich habe gerade komplettes CC gelöscht. Das war so befreiend. Und jetzt steige ich auch komplett auf Max's Match um. Weil du einfach sehr inspirierend bist. Dafür. Oh, Südschein, Dankeschön. Dankeschön. Hallo Raider. Hallo ihr Lieben. 1000 Baby Challenge, 1000 Baby Challenge. Gummel, 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 Gummel. Ich mag sie jetzt schon. Macht sie CC Cream. Oh, Mimi. Dankeschön. Dankeschön. Das freut mich sehr. Ja, und bei uns gibt es auch sehr viel Party. Ja, also wir sind hier die Party- und Sims-Mäuse. Also, dass wir hier aufstehen und tanzen, auch den Enten tanzen, solche Dinge passieren regelmäßig. Ich freue mich so sehr, dass ich dich raiden konnte. Du bist so eine Liebe. Drück dich. Das ist wirklich super süß mit dem Gewatschel. Ja, da habt das. Party. Jerome hat Party erhalten. Die könnt ihr einlösen per Sandkörner. Und ich würde sagen, jetzt legen wir direkt los. Habt ihr Bock auf eine Party? Habt ihr Bock? Dann seht ihr mal die andere Seite von unserem kuscheligen, schönen Streamy. Jetzt wird die wilde Party gefeiert. Jerome, ey. Jerome dachte sich, das lasse ich mir nicht nehmen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich finde, zur Begrüßung, finde ich, wäre ein Endtanz angemessen. Okay, let's go. Also, die Party. Ich will heute Party. Was du heute Party? Yay! Leute, jetzt muss ich erstmal aufstehen. Ich war heute noch gar nicht gestanden. Ich habe ein Kleidchen an. Du. I wish that my heart was made of the one.
nochmal ein kleines Dankeschön, Janine Sapfi 141, Sapirina Hüppe, Sapfi 141, Sapirina Hüppe. Jetzt auch Wochenende. Ja, auf jeden Fall spielen wir die Forgotten Realm Challenge und genau, hab meinen Faden verloren. Ja, wir haben letztes Mal Elfen erstellt mit euren Sims und haben sie dann sozusagen für das Let's Play umgestylt. Das heißt, Elfenohren, jede Elfe, die ihr euch überlegt hatte, hat eine bestimmte Kraft. So, du Liebe, ich muss mich jetzt leider schon verabschieden, bin noch zu einem Spieleabend verabredet. Oh, wie schön! Danke für diesen wunderschönen Empfang, das war ein wunderschöner Raid. Oh, ich drück dich ganz lieb, hab noch ganz viel Spaß und einen tollen Start ins Wochenende. Caro, dir auch einen wunderschönen Tag, einen ganz tollen Abend. Genieß den Spieleabend, sowas ist einfach Gold wert. Und everybody wants a Katastrophe. Katastrophe. Kata, kata, Katastrophe. Kata, kata. Everybody wants a Katastrophe. Dankeschön, Katastrophe 275. Bist du den Katastrophe, lieb? Caro, was ich sagen wollte, ich wünsche dir noch einen ganz tollen Abend. Ich drücke dich so sehr ich überschütte dich mit Liebe. Vielen Dank für deinen Raid und vielen Dank, dass du mir deine Leute anvertraust. Ganz viel Liebe an dich. Tschüssi, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, das wünsche ich auch. Ich habe endlich Wochenende. Mein Tag war entspannt und das freut mich. Danke für den Raid hier. Hier ist echt toll. Oh, Mami, mein Herz. Dankeschön. Hi. Katastrophe. Kata, kata. Dö, 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 dö. Ja, auf jeden Fall haben wir die Sims von euch umgestylt, dass sie in dieses Let's Play passen mit Elfenohren etc. pp. Die Einjährige macht direkt mal eine Tanzparty. Oh, wie süß! Mami, wie süß! Sehr gerne, du Mausi. Und ja, unsere Elfen brauchen dann natürlich auch ein Haus. Und da haben wir letzten Freitag gesagt, Barry, hallo, schön, dass du da bist. Da haben wir letzten Freitag gesagt, wer Lust hat, der darf ein Haus bauen. Und genau das sind wir gerade. Es wurden 3 Häuser eingereicht sozusagen. Will mir ja kurz was zu essen holen. Bis gleich. Bis gleich, bis gleich. Es wurden 3 Häuser eingereicht sozusagen. Und diese Häuser sind die hier, die wir jetzt gerade anschauen, und das hier ist aktuell von Mini. Die anderen beiden haben wir schon gesehen. Wie geht es dir heute so? Mir geht's sehr gut. Emotional Damage! Johnny! Holla, die Waldfee! Johnny, danke schön für 25 Bits! Schön, dass du live bist. Oh, Barry, schön, dass du da bist. Da freue ich mich sehr. Was ist denn jetzt los? Jetzt leckt sie oder was? Leckt's bei euch auch oder geht? Geht's oder leckt's? Herzlich willkommen in der Wüste! Na Johnny, herzlich willkommen in der Wüste! Schön, dass du da bist. Es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Hallo! Hallöchen! Jetzt CC shoppen, bevor du etwas sagst. Max ist Match. Mal ab und zu. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber warum jetzt so plötzlich? Gerade hat der alles noch funktioniert. Everybody wants a Katastrophe. Mal so, oh no. Jetzt besser? Was los? Macht euch alle noch einen schönen, entspannten Freitagabend. Du auch, Janislein. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und danke schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, jetzt besser. Geht wieder. Vielen, vielen Dank, Hoffi. Dankeschön. Vielen Dank. Wie geht's dir? Wie geht's dir, Hoffi? Wie ist dein Start ins Wochenende gewesen? Ja, perfekt. Gut, gut. So, dann gucken wir uns hier jetzt noch die Häuser an von Miriam. Den unteren Stock haben wir uns ja bereits angeguckt. Jetzt fehlt noch der letzte Stock, und zwar einmal von der Liebeselfe und von der Sonnenelfe. Ganz genau. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass ihr leider die anderen Häuser nicht gesehen habt. Aber wir machen jetzt eine Abstimmung. Entweder die... Wir sagen Kristallhaus. Ja, Umfrage. Kristallhaus. Dann die moderne Farm, würde ich sagen. Und da die... Wie nennen wir das denn?
Wie soll es einem gehen, wenn er seit dieser Woche 2 Wochen Urlaub hat? Sehr gut, hoffe ich doch. Sehr gut. Ich bin zwar bei der Stelle immer noch beim gleichen Zimmer, aber dafür liebe ich es einfach so sehr. Aber es fehlt immer noch mehr Deko. Deko kommt mit der Zeit, Jerome. Brauchst dir keine Gedanken machen. Ein bisschen muss jetzt erstmal einkaufen gehen mit meiner Mom. Komm aber bald wieder. Lurk, danke für deinen Lurk-Support, Nutella. Vielen Dank. Hoffi, ich glaube, das ist eine Party wert, oder? Also das ist eine Party wert. Urlaub klingt doch immer super. Wartet, ich zeige euch einfach nochmal die anderen Häuser kurz. Dann wisst ihr Bescheid. Also einmal haben wir hier noch die moderne Farm. Oder das ist die Elfen-WG. Das ist die Elfen-WG. Das davor war das Farmhaus. Das ist die Elfen-WG. Die ist von Miriam gebaut. Und ich liebe die einzelnen Zimmer. Die Zimmer sind perfekt an die Elfen angepasst. Wie jetzt hier die Sonnenelfe, die Wasserelfe etc. pp. Und wir haben sehr viel Platz. Alles in weiß und sehr schlicht eingerichtet. Das heißt, man hat sehr viel Möglichkeit für die Deko. Und mein absolutes Highlight im Garten ist dieser wunderschöne Backpool. Also es ist ja, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Lieben wir, lieben wir. Und dann haben wir noch... Upala, das wollte ich nicht. Und dann haben wir noch das Haus von Vanaria. Auf Party habe ich überhaupt keine Lust. Bin aus dem Alter raus mit 32 bist du aus dem Alter raus. Hoffi, ich glaube, es geht los. Ich glaube, es geht los. Nee, 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 nee. Also so nicht. So nicht. Kannst du doch nicht sagen, mit 32 bist du aus dem Alter raus. Mach mir keine Angst. Ich gehe ein bisschen Vollgas spielen. Ich muss trainieren, damit ich den Nico-Stream nicht immer letzte werde. Fluffy, mach das. Mach das. Wir könnten auch mal zusammen Vollgas spielen. Halt auf dem Discord. Einfach so, wenn jemand Bock hat, könnten wir machen. Hättet ihr da Lust? Ich habe ja Vollgas jetzt, wegen Nico. Und hier haben wir, ich würde sagen, wir nennen es das die magische Farm oder Kristallfarm. Kristallfarm von Vanaria. Und Vanaria sagte so, oh, ich habe so gar nicht viel gemacht im Garten. Nee, 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 nee. Aber diese, der Garten ist Leute. Gar nicht viel gemacht hat die Maus. Und das hier ist das Kristallhaus, ja. Mit auch einem Turm, mit einem Zauberturm und allen möglichen. Also, ja. Da haben wir's. Hier, ich melde mich freiwillig. Sehr schön, Jerome. Sehr schön. Dann können wir ja mal im Discord einfach so Vollgas spielen. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich Bock drauf. Doch, doch, doch. Bin damit raus. Hoffi. Du bist doch keine 60. Welches Haus nehmen wir? Ganz genau. Stimmt ab. Ja, bin auch dabei. Sehr schön. Sehr schön. Ach, wenn ich schlecht bin. Sieht so schön aus, finde ich auch. Ist auch ein sehr schönes Haus. Ja, ja. Muss man einfach sagen. Und das andere Haus kommt auf einen anderen Standort, hat aber aktuell dann halt noch keine Elfenbewohner. Die kommen dann noch, also die erstellen wir dann dazu. Worum geht's gerade? Was abstimmen? Maguini! Nu! Die Elfenfarm. Also wir haben verschiedene Häuser, also die Community hat verschiedene Häuser gebaut und es wird gerade abgestimmt, welches Haus es wird. Ganz genau. Und das ist gerade das Kristallhaus. Die anderen habe ich gerade gezeigt. Ich bin auch richtig schlecht. Ich bin auch richtig schlecht. Ich habe mir dieses Spiel erst vor 4 Tagen gekauft. We going under. Bang, bang, like thunder. Bang, bang, like thunder. Hast du auch? Vollgas-Spiel bin ich auch dabei. Hast du auch? Sehr cool. Bin back, Baby Babsi. Vielleicht kann man das dann in den Voice-Chat übertragen. Würde dann versuchen, es bei mir zum Laufen zu bringen. Ja, ja, mit Voice-Chat. Wie viele DLCs hast du? John, ich habe alle. Ich habe alle. Ich meine ja im Voice-Chat, also Katastrophe, dass wir einfach alle in den Voice-Chat auf den Discord gehen und dann spielen wir halt alle gemeinsam Vollgas. Warum nicht? Wenn ihr Bock habt. Ja, Johnny, ich hab alle DLCs. Ich habe es auch noch nicht lange. Zitrone! Sehr cool.
Aber wie gesagt, erwartet bitte nicht viel. Ich habe dieses Spiel erst gekauft. Das Haus ist schön, finde ich auch. Gut, also, die Kristallfarm wird das Haus unserer aktuellen Elfen. So, Vanaria, jetzt sind Sie gefragt. Welches Zimmer war für welche Elfe geplant? Ich würde halt zugucken, weil ich gestern zum fünften Mal versucht habe, es zum Laufen zu bringen. Hallo Bibi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hi, hi. Ja, also wir haben hier einmal dieses Haus. Dieses Zimmer. Manara, hast du dir Gedanken gemacht, welche Elfe in welches Zimmer soll? Oder ist es eigentlich einfach so eingerichtet und es ist egal? Weil je nachdem würde ich sie dann einfach reinschicken. Wahrscheinlich ist das hier für die Wasserelfe, weil es Sulani-Bett ist, oder? Ich denke mal. Rechtes Bett. Oh, das wird wahrscheinlich gar nicht. Da wird es wahrscheinlich gar nicht reinkommen. Mia, Mia. Etwas frustriert, mein Sim stürzt immer beim Erstellen von Sims ab. Oh no! Aber dann wird irgendein beschädigter Custom Content drin sein. Linke Seite. Rechte Seite. Freut mich. Zimmerordnung gibt es nicht. Okay. Pff. Dann mache ich mal so, wie ich jetzt denke. Dann mache ich jetzt einfach mal so, wie ich es denke. So. Dann hätten wir das. Was passt hier rein? Warte mal, oben haben wir auch noch. Ah, oh mein Gott, Leute! Ihr bringt mich um, Johnny! Danke für deinen Quack und die 15 Pits! Hilfe! Oh. Warte mal, sind das überhaupt genug Zimmer? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, eins fehlt, gell? Eins fehlt. Okay, dann bekommt unsere Liebesfee, passt glaube ich hier rein. Bin ich erschrocken. Unten ist noch eins. Okay, dann haben wir nichts gesucht. Ah ja, perfekt. Ah ne, dann kommt die Liebesfee hier rein. Das passt besser, finde ich, zu ihr. Linke Seite. Lief. Die Maus kann oben rein. Hui, ja. Linksseite zuweisen an. Daphne! Nee, ist doch. Hä? Hat Daphne nicht schon? Nee, sie sollte hier rein. An Sissi. Wo ist Daphne? Hat die jetzt schon ein Bett? Daphne stirbt noch. Ich sehe es schon kommen. Daphne hatte. Das war Wasser? Wolke. Erde. Sissi. Und Liebe? Nee, die hat nix. Aber man hat jetzt sehen, macht gerade ein Update. Hat jetzt auch voll Bock auf Sims. Bin so hyped auf die nächste Krone. Wie, die nächste Krone? Katastrophe. Die sieht so fabulous aus. Echt? Die leuchten jetzt dann, oder? Die leuchten dann jetzt. Okay. Ach, hier ist noch eins. Nee. Und trotzdem bitte zu weisen. Gott, Leute, bin ich jetzt erschrocken durch dieses Quack, Johnny, ey. Sehe ich nicht. Ich weiß nur, wie es aussieht. Ich glaube, die leuchten jetzt dann. Sehr schön. Auf jeden Fall. Ja, die ist fancy. Haben wir jetzt unsere Elfen und unsere Elfen-WG mit unserem mit unserer kleinen Missy. Missy wohnt auch da. Hat die kratzbaumäßig? Ja, hat sie. Hat ja hier. Und Schüsselchen und so hat sie auch. Ich muss ganz kurz gucken, ob Missy auch hier alles hat. Ja, Missy hat auch alles. Perfekto. Also, wir können es speichern. Wir lieben es. Nee, noch nicht. Was? Nee, noch nicht. Die ist gelb und die Spitzen haben rosa Punkte. Ah, die leuchtet noch nicht. Okay. Oh. Hast du mich erschreckt, Johnny. Holla, die Waldfee haben mir immer noch nicht erholt davon. Du. Lilia, hallo! Schön, dass du da bist. Tüdelü, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich freue mich, von dir zu lesen. Seid ihr morgen früh um 9 eigentlich dann auch alle am Start? Morgen früh um 9? Morgen früh geht's wieder weiter mit unserer Farb-Challenge. Jeder Raum eine andere Farbe. Und wir waren gerade bei der pinken Küche, Leute.
Wir waren bei der pünkten Küche. Mal sehen. Was? Katastrophe? Es gibt nur ein paar Leute, deren Streams ich liebe. Echt, Babsi? Ja, Bibi. Die pinke Küche. Ja, die pinke Küche, ey. Die pinke Küche, die war wild. Da, wir könnten auch ihre Eltern umstylen, ne? Haben wir auch noch vor uns. Aber ich würde sagen, wir probieren es. Weil letztes Mal hat es ja ein bisschen geleckt bei Esmeralda. Wir probieren jetzt, ob es geht. Denn, ja, die Würfel haben entschieden, Leute. Bin zu faul aufzustehen, zu früh, verstehe ich, Bibi, verstehe ich. Ja, die anderen mag ich auch. Schaue aber dann lieber die anderen, die ich am liebsten mag. Ja, klar, Babsi. Es ist ja auch so, wenn dein Lieblingsfilm läuft, dann schaust du auch deinen Lieblingsfilm und nicht die drittliebste Serie, die gerade da ist, ne? Also. Ja, Bibi, verstehe ich. Verstehe ich. Komplett. Also, die Würfel haben entschieden, denn wenn ihr Ausrufezeichen Challenge eingebt und dann auf die Forgotten Realm Challenge geht, haben wir gemeinsam 100 Punkte aufgeführt, welche nummeriert sind, von 1 bis 100. Wenn ihr mit Sandkörnern, also Kanalpunkte, Würfeln eingebt, also Würfeln für Esmeralda, also Aufgabewürfeln für Esmeralda, so heißt es genau, dann muss ich mit einem Zahlengenerator im Prinzip eine Zahl zwischen 1 und 100 würfeln und diese Aufgabe dann erledigen. Gut geht's mir und selbst auch gut, auch gut. Danke, dass du fragst, Lilia. Es freut mich, dass dir gut geht. So, und diese Aufgabe, die haben dann verschiedene Zeitbegrenzungen. Manche heißt, du musst innerhalb von einer Sim-Woche das und das schaffen. Anderes heißt, du hast so und so viel Zeit. Also es ist nicht fest, ob jetzt alles sofort gemacht werden muss oder innerhalb von einer Sim-Woche. Das steht immer in der Aufgabe. Genau, die aktuelle Aufgabe, die ich habe, ist was, Leandra? Die mit der Vogelscheuche, ne? Ich muss mich mit einer Vogelscheuche anfreunden, oder was war das? Was war die Aufgabe mit der Vogelscheuche? Das heißt, wir müssen uns jetzt als erstes mal eine Vogelscheuche kaufen, ja? Vogelscheuche in Außenaktivitäten, da freuen wir uns doch. Super Sache, welche wollen wir? Oh, die ist ja süß. Die ist ja cute. Wollen wir die süße? Oh, mal, die passt sogar unter dem Baum, aber es ist nicht... Nee, komm, wir nehmen die normale. Wir nehmen die normale Vogelscheuche. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wohin packen wir die. Das halt auch nach Vogelscheuche aussieht. Wir könnten sie halt hier hinpacken. Ich hoffe, es funktioniert. We try. Glaub schon. Was ist die Forgotten Challenge? Ich kenne zwar viele, aber... Das ist meine eigene Challenge, Babsi. Einfach Ausrufezeichen Challenge, dann siehst du die Regeln. Die Vogelscheuche innerhalb eines Tages zum Leben erwecken. Oh mein Gott. Okay, also es ist jetzt aktuell 14.20 Uhr in-game. Das heißt, wir haben am Sonntag. Und wir haben jetzt bis Montag um 14.20 Uhr Zeit, mit der die Vogelscheuche zum Leben zu erwecken. Richtig? Okay, was muss ich machen, wenn ich Sachen nicht schaffe? Die streichen wir dann einfach nicht aus der Liste raus, oder? Und wenn ich sie geschafft habe, streichen wir sie durch. Was ist das denn für ein schönes Grundstück? Lilia, dankeschön! Das ist meine Farm, die habe ich gebaut. Die ist extra für Esmeralda. Das ist Esmeraldas Farm. Yep, yep. Ja, streichen wir durch. Genau. Und was ist, wenn ich es nicht schaffe? Muss ich dann irgendeine Bestrafung machen? Sonst musst du es nochmal machen. Okay. Wir haben sie untersucht. Erntewitz erzählen. Oh. Sie bewegt sich ja schon. Sehr cool. Dankeschön. Über Vögel reden. Lockeres Geplauder. Was ist denn ein lockeres Geplauder mit einer Vogelscheuche? Vogelscheuche untersuchen? Fähigkeiten in Frage stellen, Krähen zu verscheuchen. Mhm. Aber er hat auf jeden Fall an seinem Hut schon mal Krähenfedern. Anscheinend hat er schon welche verscheucht. Ihr Blick so. Sie glaubt nicht ganz, dass es in Ordnung ist, dass die jetzt hier steht. Das ist nicht beeindruckt. Ja, und es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel bekomme ein Baby mit einem Werwolf, bekomme einfach ein weiteres Kind. Ein Haushaltsmitglied muss sterben. Solche Sachen passieren da. Also es ist wild.
Es ist wild. Und können wir nicht zur Schule gehen? Doch. Amara, kannst du bitte... Hä? Zur Aktivität gehen? Ach, die Schule ist noch gar nicht. Ja, dann geh doch bitte zur Aktivität, Girl. Also, entschuldige bitte. So nicht. Ja, und das ist auf jeden Fall unser magischer Begleiter. Ja, der ist ja eigentlich... Ich habe ihn auf jeden Fall recolored, weil... mir hat es in Lila besser gefallen. Deswegen habe ich die Farbe einfach geändert. Jetzt sind aber alle magischen Begleiter, die Blattfledermäuse sind oder wie es ist, lila. Also kann man nicht pro Charakter auswählen, leider. Yep, yep. Amara ist unterwegs zum Pfadfinder-Treffen. Das hätten wir auch aufnehmen können in die Punkte, dass Amara das Pfadfinder-Dings komplett schaffen muss, dass wir sie mit Schneewittchen erst geschafft haben. Wäre auch eine Idee. Das ist jetzt nicht zu laut. Ich habe das Gefühl, das ist sehr laut gewesen, was ich jetzt hier veranstaltet habe. Amara ist zurück vom Pfadfinder-Treffen. Super, war ja toll. Müssen wir uns... Wie weit muss man sich denn mit ihr anfreunden? Oh, wir sind doch schon super gute Freunde. Nach Gartentipps fragen. In Taschen nach Samen suchen. Können ja noch ergänzen, wenn du was geschafft hast. Ja, das würde ich vielleicht auch machen, dass wir sagen, wir tauschen dann die Sachen. Aber vielleicht in einer anderen Farbe oder so, dass man weiß, okay, die haben wir sogar schon mal geschafft. Ich möchte bitte, dass du in den Taschen nach Samen suchst. Hallo? Erntewitz erzählen? Läuft die dann einfach rum? Ich habe mich damit noch nie so beschäftigt. Das einzige Mal, wo die mal sich bewegt hat, war bei unserer Once Upon a Time Challenge tatsächlich. Super. Liebe Vögel reden. Lockeres Geplauder. Fähigkeiten in Frage stellen. Achso, das haben wir ja schon. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir gießen jetzt erstmal unsere Pflanzen nicht, dass die jetzt kaputt gehen in der Zeit, während Patchy nichts macht. Oh mein Gott, was war das? No! Oh mein Gott, wieso stinkt die? No! Lass es fallen, habe ich gesagt. Lass es fallen. Stopp. So nicht. Ist das ein Blutei? No! Wirf eine Aufgabe fest mit einer Schrung! No! No way! Futter in der Nähe verstreuen. Wir müssen ganz kurz den Stall sauber machen. Okay. Also, ich würfe eine Aufgabe für Esmeralda. So, wie nennt sie das? Zufallszahl oder so? Zufallsgenerator, genau. Zahlen. So, eine Zahl zwischen 1 und 100, ja? Generieren. Die Zahl, die ich generiert habe, ist die 37. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist auf jeden Fall die 37. Leandra, was ist die 37? Auf welcher Lebensdauer spielst du? Bei Esmeralda spielen wir auf unendlich, denn Esmeralda ist eine Elfe und Elfen sterben nicht. Also das ist jetzt aber nur bei dieser Challenge so. Alle anderen haben verschiedene. Das war natürlich nur ein Versehen. Barry, wie süß ist bitte der Emote? Ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Oh, wie süß. Caleb. Ich habe ein bisschen Angst. Bekomme Kind und bringe es auf das höchste Kind. Bekomme ein Kind? Das ist jetzt nicht euer Ernie Bernie. Oh no. Ja gut. Okay. Ein Kind. Wir müssen wieder ein Kind kriegen. Okay, und nachdem Caleb angerufen hat und gesagt hat, er kann nicht aufhören, an uns zu denken, finde ich, ist einfach an der Zeit, noch ein Kind mit Caleb zu machen, ne? Außerdem macht Caleb hübsche Kinder, habe ich gehört. Caleb hat Bock. Miau! Das stimmt. Mit der Heuschrecke. Nee. Lilia. Nee.
Du meinst jetzt wirklich mit der Vogelscheuche? Nee. Weißt du, welches Lebensstory in der Sudbury Challenge ist? Nee, kann ich dir leider nicht sagen. Das Kind heißt Amara, oder? Ja. Ich meine, die Vogelscheuche. Janine. Sobald kein Bock mehr überall. Clara Anik. Ich hoffe, das ist richtig. Clara Nike. So rum. Clara Nike. Herzlich willkommen. Du bist so schön, dass du da bist. Es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für dein Follow, mein Herzchen. Und ein Küsschen an dich. Hallo. Überall nur Kinder. Okay, komm. Caleb, ich knutsch dich direkt. Von Interessen schwärmen. Kannst du bitte unseren Müll in Ruhe lassen, Caleb, ja? Ich möchte entschuldigen. Im Bett? Okay. Wow. Oh, nö. Nö, Johnny. Johnny, nö. Nö, nicht noch so jemand, der die ganze Zeit Quack macht. Du willst erschrecken. Danke für deine 15 Bits, Johnny. Vor allem funktioniert es bei mir halt auch immer. Manchmal habe ich echt Wortfindungsstörung. Das ist okay, Lilia. Weißt du, das habe ich auch. Das habe ich auch. Oh nee, die Katze, die ist schon wieder läufig. Johnny ist die neue Katastrophe. Nee, Johnny wird der beste Freund von Katastrophe und die wechseln sich ab mit ihrem Quack. Welche Gruppe denn? Hey, Esmeralda, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe die Idole... Nee. Du wusstest ja, was ich meine. Ich wusste, was du meinst. Was ist dein Lieblingspack? Und in welcher Nachbarschaft spielst du am meisten? Wortfindungsstörung, meinst du? Wortstörungsfindung? Nein, Wortfindungsstörung heißt es. Hä? Hä? Mein Lieblingspack. Oh, ich habe viele Lieblingspacks, Babsi. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, was ich jetzt unbedingt haben wollen würde, wäre auf jeden Fall Sulani. Jahreszeiten. Dann Landhausleben liebe ich. Und Vampire. Ich habe schon Angst, es auszusprechen. Nee, das heißt definitiv Wortbindungsstelle. Vampire, war klar. Livia! Gummel. Ja, Vampire als letztes, ist klar. Ihr seid so gemein. Falls du Red Bull trinkst. Oh, es kommt immer drauf an. Kommt immer drauf an, tatsächlich. Es kommt immer drauf an. Also, nee, wir möchten jetzt nicht ins Reich der Monkey. Wir haben gerade Dinge zu tun. Wir wollen Schnicki, Schnacki. Ohne Regenmantel haben. Oh. Unordnung für schlechte. Sorgt für schlechte Leistung. Hallo, ich bin wieder da. Hallöchen. Hallöchen. Ja, Vampire als letztes, klar. Leandra, es reicht, ja, es reicht. Es reicht jetzt. Sind jetzt eigentlich die... Oh Gott, ich dachte, wir haben die nicht sauber gemacht. Oh ja, das ist so ein schlechtes Gewissen. Okay. Gleich nochmal. Caleb hat Bock. Caleb hat Bock. Kann Amara, hat die eigentlich einen kleinen Staubsauger? Nö. Aber ich finde Amara kein... Oh Mann, Lilia! Soll ich auf Land stellen, weil ich ja auch manche Sachen auf 10 bringen muss. Barry, mach wie du möchtest. Wenn du lieber auf Lang spielen möchtest, dann mach auf Lang. Ich finde, Janine und ihre Vampire, ihr seid so fies. Wenn du lieber auf Lang spielen möchtest, dann mach das. Bei mir ist es immer so, wenn ich so Challenges, jetzt die Disney Legacy oder so, die war mir auf Lang zu lang. Da wurde mir dann langweilig. Der ist cool. Da wurde mir langweilig. Deswegen habe ich die Disney Legacy auf... Oh, wir haben doch einen! Jetzt habe ich noch einen. Ach, komm. Kommt Dings ein. Ich wollte Leandra sagen, Esmeralda bekommt einen. Was ist denn mit den Vampiren? Nix, Lilia, gar nichts ist mit den Vampiren. Nix. Meine Community behauptet Dinge. Einfach kurz stellen. Ganz genau. Einfach kurz stellen. Ich dachte schon, die bewegen sich nicht. Naja, wenn man es ohne Bewegen schafft, kann man machen. Okay, die können wir mal verkaufen, weil wir haben ja jetzt hier irgendwie 3 Stück von, warum auch immer. Und dann können wir einfach mal Frosch züchten mit dem hier. Hat's was gebracht? Nö.
Dieses Fröschezüchten ist sowas von kompliziert, es ist nicht mehr normal. Blümchen, hola! Hola, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Nicht behaupten, das ist Fakt. Ich hab keinen Vampir-Fetisch. Behaupte sowas nicht, Livia. Janine, man darf nicht lügen. Es ist eine Frechheit. Also, es ist eine Frechheit. Blümchen, ja, Blümchen. Wegen Versuch, Babys machen. Sie freut sich. Oh. Schüssel füllen. Ein Vampir-Fetisch. Ihr seid so frech. Mir fehlt tatsächlich nur noch ein Frosch. Echt? Ich. Hast du die gezüchtet, Lilia? Also hast du die wirklich bewusst gezüchtet? Oder hast du die einfach gesammelt? Schwangerschaftstest machen. Vielleicht haben wir ja direkt Glück und es hat nach zweimal funktioniert. Ach ja. Und? Ich habe gar nichts angestellt. Die Würfel wurden gewürfelt und ich muss jetzt ein Kind kriegen. Und es hat nicht funktioniert. Caleb, auf geht's. Hat nicht geklappt. Nochmal, Caleb. Wehe, er geht jetzt. Wer ist jetzt schon wieder wütend? Caleb ist wütend. Warum ist Caleb wütend? Caleb! Ich kann dir sagen, was dagegen hilft, Caleb. Komm ran auf den Meter. Komm ran. Oh mein Gott. Kann es sein, dass es dann hier oben irgendwann brennt? Haben die jetzt... Machen die jetzt? Ja, sie machen das jetzt. Oh mein Gott, ist es hier unten dreckig. Shiddly. Oh no. Wieso ist es hier so dreckig? Ich muss los. Nö. Nee. Caleb, du hast deine Pflichten hier noch nicht erfüllt. Caleb, du nicht. Caleb, nein. Caleb. Wo ist denn der Kerl? Komm wieder ran. Du wirst auch gesucht als ungezüchtet. Ah. Wo gibt es das Rad? Was? Dieses Mühlrad? Ach, du meinst, dass jemand ist... Oh Gott, ist wieder da. Okay. Meinst du dieses Windrad? Die Windräder gibt es aus dem Öko-Living-Pack. Falls du das meinst. Die hier sind aus dem Öko-Living. Bei uns sieht es aus wie bei Sodom und Gomorra. Das ist ja einfach nicht mehr vertretbar. Und das Kind räumt jetzt auf. Guckt euch das mal an. Was tut so einem Keller, wenn es dreckig ist? Oder aber so? Oh mein Gott. Ich bin so froh, dass ich wieder einen richtigen Zopf hinbekomme. Oh mein Gott, meine Haare haben mich so genervt. Ja, das verstehe ich. Das eine. Ach so, das gibt's beim Landhausleben-Pack dabei und im Debug-Menü. Debug. Staubsaugen bitte. Um Gottes Willen. Also, nee. Es ist einfach viel zu dreckig. Die schlafen jetzt oder was? Nö, sehe ich gar nicht ein. Normal. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Kinderarbeit. Nein, das ist keine Kinderarbeit. Man muss solche Sachen schon lernen, auch als Kind. Und auch wenn es nervt, ich kann euch sagen, als Erwachsener, wenn ihr dann auszieht, bringt es euch enorm viel. Hier sieht es immer so aus. Danke, Leandra. Danke. Du bist halt echt meine Freundin. Ach so, und Miriam, welches Teil von meinem Merch mir am besten gefällt, kann ich dir so gar nicht sagen. Also ich liebe die College-Jacke. Man muss Verantwortung als Kind lernen, das gehört dazu. Irgendwo, ganz genau. Mir gefällt die College-Jacke total gut, weil die sitzt einfach mega. Ich liebe aber auch den Pulli. Ja, und auch die Tassen und so, weil die benutze ich ja jeden Tag. Also ich kann dir gar nicht sagen, was mir von meinem Merch am besten gefällt, Miriam, tatsächlich. Aber ich liebe, ja, wobei ich kann auch nicht sagen, dass ich das eine Motiv mehr mag als das andere, weil ich mag unseren Pride Bunny total, aber ich mag auch unser Somebody Loves You. Und dieses Somebody Loves You ist ja Merch-exclusive. Also, weiß nicht. Ich liebe alles. Mein Kinderzimmer sah auch immer aus wie Sau. Jetzt in der eigenen Wohnung hasse ich extreme Unordnung und bin
meiner Mom dankbar, dass sie mir öfters mit dem blauen Sack gedroht hat. Ganz genau, so ist das. Manchmal braucht man die Droge. Manchmal braucht man die Drogen. Und meine Mutter hat das auch gemacht. Ich glaube, das ist so ein Mütterding, oder? Wenn du jetzt nicht aufräumst, hole ich den blauen Sack. Bei uns war es der gelbe Sack. Und dann werde ich die Sachen einfach alle da reinschmeißen. Entweder weg oder auf dem Dachboden. Und wenn du dann wieder gelernt hast, dein Zimmer in Ordnung zu, die Ordnung zu halten, dann kriegst du deine Sachen erst wieder, ne? Bei mir kam der blaue Sack mehrmals ins Zimmer. Echt? Mein What the Quack-Turnbeutel kommt bald an. Und wie schön, Fluffy, wie schön. Ja, meine Mutter sagt das auch immer. Siehst du? Hallo, Akelia, schön, dass du da bist. Haben wir was... war es Handfeger und Müllschippe? Was sind schon? Wie geht's dir, Akelia? Ja, alles, was auf dem Boden liegt, ist dann weg. Genau. Oh Gott, die sind unglücklich. Oh. Kunigunde ist schon wieder traurig. Futter auffüllen. Viehstall säubern. Oh Gott, kann sie auch eigentlich sauber machen? Wie cool! Die kann ja auch eintauschen gegen... Nein! Jetzt fühle ich mich richtig alt beim Thema blauer Sack. Warum? Ich glaube, das mit dem blauen Sack sagen alle Muttis, oder? Ist so ein Ding. Ja, meine Mama hat eiskalt mal meine Barbies in den blauen Sack geschmissen und meine Pferde aus dem Regal gekehrt, weil ich auf dem Bett lag und keine Lust hatte aufzuräumen. Oh mein Gott, also bei den Barbies hört es halt dann auf, ne? Also Barbies ist ein heikles Ding. Barbies ist ein heikles Ding. Ich habe meine Barbie-Puppen geliebt, oh mein Gott. Barbie-Puppen über alles. Weil das so lange her ist. Ja, Raffi. Es ist wirklich lange her. Aber naja. Viehstall bitte säubern. Oder hat sie das jetzt schon? Nee, ne? Ach, der ist sauber. Futter auffüllen. Ich muss los. Caleb? Und dann brauchen wir den Spukobert bitte, weil Spukobert muss raus, damit wir ihn sauber machen können, weil ich glaube, er stinkt jetzt nämlich, deswegen genauso wie unsere arme Amara. Amari, oh no! Spukobert füttern, Spukobert putzen, Spukobert einen lahmen, von Spukobert einen lahmen Rat erhalten. Ich habe immer noch eine Kommode voll mit Barbies. Ich kann sie aus irgendeinem Grund nicht hergeben. No. Also wenn ich das zu meinen Kindern sage, interessiert das den Großen gar nicht. Und die Kleine räumt dann auf. Lilia, siehst du, immerhin einer. Barbie und Playmobil und Harry Potter Lego. Spucken wir das auch bereits eine Weile unglücklich. Hallo, er ist doch super drauf. Er ist doch super drauf. Schaut mal, wie schön, toll es ihm geht. Nee, geh doch jetzt nicht wieder... Spukobert, kommen Sie ran auf den Meter. Ich möchte Sie bitte putzen. Warum ist es immer noch dreckig? Oh. Maus, Esmeralda, meine Liebe, geh mal bitte hier. Wir wollen gucken, ob... Ich habe ja nicht mehr lange Zeit. Nicht Fruchtbarkeitstest, Schwangerschaftstest. Leute, wir haben doch noch diese Sache mit der Vogelscheuche, ne? No, sie ist wieder nicht schwangi. No. Oh Mann. Taschen nach Samen suchen, Gartentipps, Erntewitz erzählen, bla 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 bla, lockeres Geplauder, über Vögel reden. Auf geht's. Mein Stiefvater hat mal meine Play-Doh-Sachen in einen blauen Sack getan und auf den Schrank, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Oh no, Clara, oh no, so muss leider los. Muss die Kids fertig machen, dann geht's mit marinierte Hüfte einkaufen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut, Mami. Vielen, vielen Dank für deinen Follow und danke, dass du geschrieben hast und mitgeratet bist. Ganz viel Liebe an dich, Mami. Ja, immerhin. Hm? Immerhin. 50 Shows. Meine Mutter hat früher immer gesagt, wenn ich nicht aufräume, schmeißt sie alles weg. Jetzt sagt sie, ihr ist egal, ob ich aufräume oder nicht. Hauptsache, ich kenne mich im Chaos aus. So schnell kann es gehen. Das waren Streams du heute. Noch ein bisschen. Gott, ich dachte, es ist schon zu spät, Delia. Huh, Schock. Mein Stiefvater hat... Achso, das habe ich ja gerade gelesen.
Die Prioritäten ändern sich ganz genau. Ganz genau. Oh, guck mal, jetzt lacht sie schon, die Vogelscheuche. Und da ist unsere Kuh, die müssen wir dann bitte mal blitzblank machen. Und unser Hund könnte auch Blitzblank-Zauber gebrauchen, aber das geht ja nicht. Flup, sehr schön. Wir können mal mit ihr reden, sie füttern und melken. Eventuell, Mello. Ist das jetzt sauber? Ja. Eigentlich schon. Aber bei Spuckobert stinkt es halt noch. Aber warum? Hä? Ich weiß doch das nicht. Ich verstehe es doch nicht. Und die Hühner schreien auch. Ihr Hunger! Ihr Hunger! Der Ona. Geh weg. Nee. Jessie, bitte nee. Gar keinen Bock jetzt. Bitte nicht. Lass einfach unsere Hühner, ja? Futter in der Nähe verstreuen. Lass bitte unsere Hühner. Wie sieht's jetzt eigentlich aus? Die ist glücklich, sauber, satt, zufrieden. Und er ist unglücklich, schmutzig. Okay. Nee, wir wollen ihn nicht putzen. Wir wollen, ach du guter Gott. Blitzblank zaubern, bitte. Dankeschön. Mutti sagt immer, besser, wenn du aufräumst, oder? Und guckt mich dann immer mit so einem Blick an. Ja, Mama. Für den Moment auf jeden Fall. Schauen wir eigentlich gemeinsam den offiziellen Sim-Stream oder machst du vorher schon Schluss? Der Sim-Stream, der beginnt um 17 Uhr, gell? Oder? 17 Uhr? Nee, ich glaube, wir machen Schluss dann. Oder? Oder wann ist der? Ist der nicht um 17 Uhr? 20 Uhr? Achso, ja, nee. Wir machen vorher auf jeden Fall Schluss. Bis 20 Uhr werde ich nicht streamen. Und Nico, also Nitralon, er streamt dann den Stream. Und da gehen wir dann rüber. Und dann können wir da weiterschauen. Genau. Da gucken wir dann den Streamy. Toll, Esmeralda, du räumst ja auf. Schön. Was ist jetzt hier los eigentlich? Oh no, Schoppen, sie ist traurig, weil sie nicht schwanger geworden ist. Oh no. Die arme Maus. Oh mein Gott, sieht sie aus. Was ist das? Ist das ein Brutei? Nö, ist ein schlechtes Ei. Dann soll es mitnehmen. Nimm's mit. Lecker, Smecker. Ganz viel Nom-Nom für die Hühnlis. So, Spuckobert wird sauber gemacht. Erinnern, kein Drama, laut zu sein. Er wird nicht gefüttert, nicht geputzt. Schüttet sie zusammen und macht was daraus. Bibbidi babbidi, bibbidi babbidi, bibbidi babbidi aus. Dankeschön fürs Bibbidi, Eileen. Dankeschön. Ich glaube, 20 Uhr bei Nico streamt um 18 Uhr und schaut sich dann Entwickler-Livestream an. Genau, genau. Danke fürs Ausleterina, dankeschön. Ja, ja. Fängt der nicht schon um 17 Uhr an? Oder habe ich mich vertan? Ich dachte, Nico fängt um 17 Uhr an. Danke für euer Aus, ihr Lieben. Was ist das? Das Inventar platzieren. Sind es wenigstens so coole Sachen, wo wir auch Sachen hier verbessern können? Aktion. Eintauchen, verbessern. Du erhältst Feature-Unit, bla bla bla. Pflegekomfortsystem vereint Elemente. Aromatherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie. Die Hühner bleiben entspannt, was zu einer höheren Lebenserwartung führt. Ein Feature-Tuning-Teil. 4 Feature-Tuning-Teile und das sind 2. Haben wir den schon? Aber warum kann ich das nicht benutzen? Du hättest das viel. Wenn wir hier doch. Ich hab doch gar keine Ahnung. Oder muss man alle machen, damit man überhaupt das, den Fuchsalarm benutzen kann. Ach Mann, ist das alles kompliziert. Oh mein Gott, ich habe nicht mehr viel Zeit. Die Vogelscheuche, wann geht denn das? Untersuchen? Schnell. 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 Oh.
Genau, ich verkack's gerne. Ich habe gestern so einen schönen Sim gemacht und dann ist mein Spiel abgeschossen. Und Olivia! Ja, musst dich beeilen. Ja, bin ja schon dabei. Aber er reagiert doch schon. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß überhaupt nicht, wie man die erwecken kann. Ich weiß gar nicht. Go, Janine! Mist, das nervt. Kenne ich mit anderen Spielen gut. Ja, das ist schrecklich. Es ist ganz schrecklich. Oh. Okay, er reagiert. Patchy, komm, wach auf. Wir haben nur noch 2 Stunden, Patchy. Ja! Wow! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ja! GG! Ja! Ja! Wow! We did it! Yeah! Jetzt seid ihr dran! We did it! Komm her! Mein Arm ist so voller Schrauben! Entschuldigung, Raffi! Gerade so, aber wirklich, war voll knapp. Entschuldigung, Raffi, ich wollte dich nicht erschrecken. Ist doch einfach ein Burger. Ein Waggy Burger. Wait, you like it? Ich bin fast voll stuhlgekippt. Raffi, Entschuldigung. Ich färbe die geschafften Aufgaben grün. Okay, doggly. Iss bitte den Burger. We did it. Yeah, jetzt seid ihr dran. We did it. Oh mein Gott, sehr schön. Ich glaube, es hat sich noch niemand so sehr gefreut, die Vogelscheuche erweckt zu haben. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr, dass Raffi vom Stuhl fällt. So sehr habe ich mich gefreut. So, und dann, wenn wir eh schon dabei sind, können wir natürlich unseren Göttergatten anrufen, wobei er immer noch nicht unser Göttergatte ist. Ne? Der liebe Caleb? Hallo, bin wieder da, Juli. Bibi. Was macht die denn genau? Keine Ahnung, was sie macht. Eigentlich ist mir Schnuppi, was sie macht. Es geht nur darum, dass ihr mit Sandkörnern Esmeraldas Aufgabenwürfeln eingeben könnt. Und dann muss ich aus einer Liste von 100 Sachen, wie Alexandra gerade gemacht hat, muss ich jetzt Sachen erledigen und würfeln. Und wann heiratet Caleb Esmeralda? Ich weiß nicht, ob Caleb und Esmeralda überhaupt jemals heiraten. Ich wollte das gerade auch machen. No. Meine Mutter ist eine Stalkerin. Meine Mutter schreibt, bei uns gab es den blauen Sack. Ja, also Mama hat es verbessert. Es war der blaue Sack bei uns auch. Ist okay. Generieren. Die Zahl 16. Oh Gott, wie gruselig. Grüße an Mama Janini. Ja, mein Papa ist auch da. Der hat ja bereits schon Hallo in den Chat geschrieben. Hallo, Janins Mutter. Dann schöne Grüße an die Mutti mit dem blauen Sack. Es wurde 2 Würfel gekriegt. Nee, Bibi, das ist doch nicht in Ordnung. Bibi, das ist nicht... Bibi, nee. Die 48. Die 48. Er hat doch was gesagt. Er hat doch gesagt, hallo, ich bin wieder da. Er hat sogar reingeschrieben. Ihr habt die nur nicht entdeckt. Die 48 und die 36 war es. Ich kann noch mindestens 9 Mal würfeln. Sei lieb. Oh, Bibi. Bibi. Nee.
nicht in Ordnung. Du. Ist sie jetzt duschen gewesen? Ah ja. Dann geh halt auch schlafen, Girl. Du bist einfach so müde. Patchy läuft jetzt hier die ganze Zeit im Haus rum. Es ist so gruselig. Rede von dir, Janine. Ja, also... Meine Eltern, wenn die jetzt ins Zimmer gerannt kommen, dann gibt's nichts zu lachen, weil dann falle ich um vor Schreck. Weil meine Eltern wohnen 40 Kilometer von mir entfernt. Das wäre wild, Raffi. Da würde ich vom Stuhl fallen. Ich gehe gleich mit meinem Bruder zu Meckes. Oh, lass dir schmecken. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor Bibi. Jetzt habe ich mich so auf den Stream konzentriert, dass ich vorher ganz vergessen habe. Fluffy, du süße Nudel. Du süße Nudel. Okay, wir rufen Caleb an, denn wir haben noch die Baby-Sache zu erledigen. Gleich stehen sie hinter dir. Dann habe ich Angst. Also dann habe ich Angst, McQueenie. Dann habe ich Angst. Stell dir vor, deine Mutter kommt in dein Zimmer so rein und sagt, Janine, es war der blaue Sack. Stellt euch vor. Das wäre wild. Das wäre wirklich wild. Meerjungfrau und Baby. Was? Nein. Nein, ich mache nichts. Ich habe gesehen, da stehen schwere Dinge drauf. Da stehen sehr schwere Dinge drauf. Wir begrüßen Caleb nicht. Wir sagen, Caleb, auf geht's. Du bist der Mann meiner Träume und ich will ein Kind von dir. Ich will ein Kind von dir. Ah. Und er so, ja, ja. Das ist mein, da fühle ich mich, da bin ich dabei, hat er so gesagt. Da bin ich dabei, da sehe ich mich. Das war seine Reaktion. Ich räume und räume einfach alles rein. Alles aus den Schränken in den blauen Sack. Ich spiele gerade die Not So Buried Challenge. Eine Challenge, die ich noch nie gespielt habe. Sehr cool. Die Not So Buried Challenge ist auch, eine Challenge, die mich sehr interessiert. Das wäre wild. Aber das kann ja dann nur in Zusammenarbeit mit meinem Mann laufen, ne? Weil der sitzt dann vor der Tür und lacht sich ein. Hallöchen, wait, what? Das erste, was ich höre, ist, ich will ein Kind von dir. Ah, ja. Ja, Anna, Banana, dann auf geht's. Es fehlt noch ein bisschen Deko und dann bin ich mit dem ersten Zimmer von der Show ganz fertig. Ich habe viel zu lange dafür gebraucht. Nein, Sharon, du hast noch genug Zeit. Er unterstützt. Er unterstützt. Er denkt sich dann... Da mal mit. Jetzt werden es Drillinge. Julia, bitte nicht. Was ist denn jetzt eigentlich die 36 und die 48? Selbe Zeit und Ort wie letztes Mal. Eiskalt. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut. Du musst mir jetzt nur die Zeit und den Ort sagen, Maus. Dann ziehen wir es durch. Oh mein Gott, Anna. Ich habe vor einer Ewigkeit mal eine Magierschule gebaut. Das war eine Herausforderung. Okay, ich schreibe dir. 48, trenn dich von deinem Partner. Nein! Na, Baby! Das sitzt. Baby, nee! Baby! Baby! Du kannst doch jetzt nicht. Baby! Wegen dir müssen wir uns jetzt von Caleb trennen. Flurlicht, Hallöchen! Meine Frau hat auch mal Sims 3 gespielt, hat aber nur Häuser gebaut. Baby lacht sich kaputt. Ist nicht in Ordnung von dir. Wir müssen aber erst noch ein Kind kriegen, ne? Also danach trennen wir uns, aber wir kriegen erst noch ein Kind mit ihm. Häuser bauen macht mir aber auch sehr viel Spaß. Aber mir geht es einfach genauso wie Sharon. Ich brauche immer viel zu lang. Ich brauche immer viel zu lang, weil es muss ja so realistisch wie möglich aussehen. Nein, ja, Livia. Also, wann heiraten wir Caleb? Gar nicht. Ach, hast du die 48 gewürfelt? Die 48 und die 36. Gewinne eine Schleife am Markt mit einer Riesenfeldfrucht. Heiland, Zacken, Leute. Hat nur gebaut und nie gespielt. Aber es macht auch so Spaß. Leute, da habt ihr euch aber jetzt was ausgedacht, ne? Rip, Esmeralda. Eine Aufgabe für Esmeralda.
Ich krieg Schnappatmung. Ich krieg Schnappatmung. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ja, okay. Wir würfeln die 64. Nein, hört doch jetzt mal auf, Leute. Ich kann doch nicht so viele Sachen auf einmal machen. Ich will eigentlich immer spielen, brauche aber ungelungen 2 Stunden, um den Sims zu erstellen. Danach will ich nicht mehr. McQueenie. Genau mein Ding. Ich fühle das so sehr. Wir müssten irgendwo die Sachen aufschreiben, ne? Die Sachen, die wir aktuell erledigen müssen. Du hast heute zu wenig gewürfelt. Ja. Also, wir müssen jetzt eine Schleife mit einer Riesenfeldfrucht gewinnen. Moment, ich komme nicht hinterher. Eine Schleife mit einer Riesenfeldfrucht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Riesenfeldfruchtdünger machen, kaufen. Riesenfeldfruchtdünger? Riesenfeldfruchtsamen. Wollen wir eine Wassermelone, einen Kürbis, eine Aubergine? 36. Es war einmal 36, die Riesenfeldfrucht, einmal die 48, trenne dich von deinem Partner. Die 64, die wissen wir ja noch nicht. Kürbis, würde auch Kürbis sagen. Mit meiner ersten Frau habe ich Sims 1 so um 2002 gespielt. Sims 1 habe ich aber auch schon gespielt. Ich würde auch Kürbis nehmen. Nehmen wir einen Kürbis. Nehmen wir mal 2, oder? Dann pflanzen wir Riesenfeldfrucht und Kürbis. Riesenfeldfrucht, Kürbis. Ach Mensch. Kürbis. Wir müssen noch einmal würfeln. Ja, immer mit der Ruhe. Chris kommt ja auch nicht hinterher. Ich will die Namen dahinter schreiben, damit ich alle habe. Perfekt. Wie würfelt man das denn? Bin heute lost. Nee, McQueenie, kannst du nicht. Kannst du nicht. Du kannst leider nicht würfeln. Die Würfel sind nämlich heute alle besetzt. 37 war schon rum. Okay, gut. Dann habe ich mich vertan. Die Geräusche waren schon ikonisch. Das stimmt. Das stimmt. Ich werde nie wieder glücklich, wenn Caleb und Esmeralda sich trennen. Ja, das ist halt, das ist jetzt halt einfach kacke. Die Matratze seien ziemlich abgenutzt. Upsi. Caleb haut direkt danach ab. Jetzt muss sie schwanger sein. Wenn er direkt abhaut, muss sie ja schwanger sein. Gott, geh schnell Pipi. Nein, geh schnell. Ja, genau. Geh schnell Pipi. Los. Wer hatte 48? Was war 48? Trenne dich von deinem Partner? Das war Baby. Also Kleinstadtmutti war das Baby. Ja. War Baby. Ist sie wieder nicht schwanger? Ja! Wir sind schwanger! Wir sind schwanger! Wir sind schwanger! Würfeln kannst du mit Kanalpunkt. Nee, kannst du nicht, McQueenie. Kannst du nicht. Die Würfel sind aus. Die Würfel sind aus. Und, Amara müsste mal staubsaugen. Ich muss ihr ganz kurz ein bisschen helfen, weil sonst ist das Baby noch weg. Weil sie einfach viel zu angespannt ist, die arme Maus. Gieß bitte noch, weil sonst ist es kaputt. Gieß doch bitte. Oh Mann, Esmeralda. Ja, mach ein Kraftnickerchen. Das hilft mehr als schlafen. Worum geht es denn bei der Challenge? Ausrufezeichen Challenge, dann weißt du Bescheid. Was war die 64? Was war die 64? Du freust dich ja sehr drüber. Dann können wir ja ruhig Drillinge bekommen. Nein! 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 Keine Drillingies. Keine Drillingies. Wir machen hier mal ein Schaumbad, oder? Nee, nicht ein Schaumbad. Ein Schaumbad. Ich möchte gerne ein Schaumbad. Die Maus hat sich ein Schaumbad verdient. Halte einen Sim gefangen und erzähle es niemanden? Ich halte Caleb gefangen. Den behalte ich. Caleb behalte ich. Wir trennen uns von Caleb. Behalten Caleb aber. Wir halten Caleb dann einfach in unserem Keller.
gefüllt mit den Mehrlingen? Muss man dann nachhelfen oder einfach so lange Babys machen? Wir helfen nach. Also wir helfen halt nach mit Musik und Erdbeeren oder was auch immer. Es ist ein Vampir im Keller. Es wird ein neuer Bestseller. Ein Vampir im Keller. Wow! Als Piepsklave. McQueenie, ich hab's mir gedacht, du hast es gesagt. Ja? Also ich bin raus. Muss ich dann noch frei sein? Meins war ledig. Was? Was? Ich halte auch immer meinen Ex-Part im Keller. Ja, wir wollten uns ja nicht trennen. Wir wurden ja gezwungen. Ja, das Schicksal hat entschieden. Kumpel, Kumpel. Kumpel, 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 Kumpel. Das Schicksal hat entschieden. Sorry, Caleb macht Schluss, weil er keinen Bock auf noch mehr Kinder hat. Erstmal, weil er so, nö, du bleibst hier. Und so ist die Story, Caleb. Und dann sagt Caleb, er tut das nicht mit seinem Ex. Ist hier eher die Frage. Anna Banana. Ich hab eine Zitrone. Ich lieb's. Oh mein Gott, Leute. Es ist einfach. Oh, lieben wir. Iconic. Vor allem können wir im Keller dann so eine Geheimtür oder sowas einbauen. Keller, was ich kann, wenn es alle nicht haben kann, dann halt ihn niemand. Bam, bam, bam. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ganz genau, Katastrophe. Danke für deine 50 Bits. Ich bin in niemandens Keller. Lebensziel erfüllt. Noch nicht, Raffi. Noch nicht. Gummel. Bin wieder da. Bibi, Nutella. Bibi. Hä, der Ex von meinem Bruder ist auch falsch. Ja, das wäre normal. Ich weiß schon, dass wir nochmal würfeln müssen. Warte, heißt hier noch nicht, Raffi. Ich weiß nicht. Ich meine, dein Leben ist ja noch nicht vorbei, gell? Was habe ich verpasst? Du hast viel verpasst. 50! Ich heul gleich, es ist einfach schon wieder so schlimm. Baby bekommen, die Vogelscheuche zum Leben erwecken, den Partner, sie vom Partner trennen und in den Keller sperren. Das ist einfach... Oh. Will ja nicht verkuppelt werden, Raffi, oh komm. Meine Hunde haben immer den Staubsauger angegriffen, wie süß. Lass einen Sim am Altar stehen. Leute, wartet mal ganz kurz. Ganz kurz. Also passt auf. Wir müssen uns von unserem Partner trennen, ja? Und wir müssen uns im Keller einsperren. Und wir müssen unseren Partner am Altar stehen lassen. Was haltet ihr davon? Wenn wir jetzt einfach Caleb einen Heiratsantrag machen, eine Hochzeit planen, ihn dann einfach am Altar stehen lassen. Er ist dann sauer, will von uns nichts mehr wissen. Wir sagen aber, wir sind noch nicht bereit für eine Hochzeit, trennen uns dann von ihm, weil, nein, er trennt sich eigentlich von uns, weil wir ihn ja stehen haben lassen. Wir sagen aber, wir sind noch nicht bereit für eine Hochzeit und weil wir dieses ganze Thema eigentlich nicht beenden wollen, obwohl er sich sehr beenden will, sperren wir ihn bei uns im Keller. Ist es logisch? Das ist logisch. Und hat Story, oder? Ja, Storytime mit Janine. Gute Story. Man kann ihn den Antrag lassen, ihn stehen und sperren ihn in den Keller. Mein Tag war gewiss gerade eben echt beschissen, aber jetzt wird er doch ein bisschen besser. Danke für... Oh, Anna Banana, ich drück dich ganz lieb. Liegen jetzt alle im Vorgarten? Was? Wer liegt im Vorgarten? Flullig, das ist so makaber. So makaber. Wir sollten vielleicht einen Command machen, oder? Was für ein Plan. Ich finde den Plan super. Wir wollen ihn nicht heiraten, aber im Keller einsperren. Nein, wir wollen ihn nicht heiraten, weil es uns dann irgendwie doch zu plötzlich wird und wir noch sagen, wir sind einfach noch nicht bereit für die Hochzeit. Aber wir lieben Caleb doch. Guten Abend, wie geht es dir? Mir geht es gut, das freut mich, Sandy. Alles, was wir machen müssen, ist in rosa hinterlegt im Dock. Oh Gott, komm an, vergotten Aufgaben. Vergotten Aufgaben, das ist auch gut. Oh mein Gott. Hallo Motze! Didi didi didi! Dankeschön für drei Monate!
Hi, hi, ihr so selten da und unaktiv im Chat, aber ist gerade schwierig. Ich hab euch lieb. Sahi 141, sah Irina Breitlaff. Sahi 141, sah Irina Breitlaff. Ich hab dich ganz doll lieb, meine Liebe. Und so schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und du musst dich nicht entschuldigen, wenn du wenig da bist. Ich freue mich jedes Mal, wenn du da bist, ja? Ich drück dich ganz lieb. Ganz viele Küsse und ein Herz an dich. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, ich weiß, Flurlicht. Aber trotzdem ist es so makaber, wie du das sagst. Naja, wir liegen jetzt halt im Vorgarten. Unsere Kürbisse. Wir müssen doch die gießen. Und wir müssen die düngen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Feldfrucht düngen. Vitaldünger. Riesenfeldfrucht kaufen. Dünger. Stressfrei, okay. Kiss, kiss, den Umständen entsprechen. Oh no, warum? Warum nur den Umständen entsprechen, Maus? Zum Wachsen ermutigen. Können wir nicht? Wir sind doch eine Elfe. Wieso können wir nicht? Wieso können wir nicht? Salakadula, Menschikabula, Beberi, Baberi, Busch. Und dann wird es einfach so eine riesige Kürbiskutsche. Why not? Den Springer Stress frei bräuchte ich im Real Life. Oh, Queenie. So, Feier. Bin jetzt mal kurz weg, flitze nach Hause. Wenn ihr dann schon weg seid, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen früh. Salagadula, Menschikabula, Bibbidi-Babbidi. Fügt sie zusammen und macht was daraus. Bibbidi-Babbidi, Bibbidi-Babbidi, Bibbidi-Babbidi aus. Danke, Leandro, für dein Aus. Samen kaufen? Nö. Dünger kaufen? Nö, wir haben doch bereits einen Dünger. Die sind gedüngt. Okay. Es ist 5 Uhr morgens. Steh auf. Da ist auch nochmal so einer. Sind es so, Dingsies? So, ne? Wisst ihr Bescheid? Nee. Feed-Tuning-Teile. Ah. Was ist hier los? Wertstoff aussortieren, kompostierbare Sachen da aussortieren, versuchen Fliegen zu beseitigen. Also ich habe immer ein bisschen Angst vor dem Müll, sage ich euch, wie es ist. Ich habe echt immer ein bisschen Angst. Meine Mutter ist im Krankenhaus. Oh no, oh nein. Es tut mir voll leid, Matze. Ich wünsche dir ganz, ganz gute Besserung. Dankeschön, Katastrophe, Fluffy und Jerome vorher aus. Dankeschön. Das ist kein Thema für den Stream. Ja, du darfst es dir trotzdem von der Seele reden, ja? Du darfst es dir von der Seele reden und ist alles gut. Ich hoffe, wir können dich ein bisschen ablenken und von dem Thema ablenken, dass es dir besser geht, ja? Ganz viel Liebe. An dich, Matze, ganz viel Liebe. Nyokshi, 19 Jahre, oh wie schön. Ich muss jetzt leider gehen. Vielleicht komme ich später, wenn ich noch Zeit ist, wieder dazu. Danke für die kleine Aufmerksamkeit. Sehr gerne, Anna Banana. Und sehr schön, dass du da warst. Hat mich gefreut, von dir zu lesen, meine Liebe. Ein Herz und ein Küsschen an dich. Was ist heute nur los? Einer ist ins künstliche Koma, eine Mutter im Krankenhaus und ich krank. Was für ein komischer Tag, ja. Leider gibt es manchmal so blöde Tage, ne? Hat nicht funktioniert, ist noch genauso groß wie vorher. Bibbidi Babbidi funktioniert nicht, damit die Kürbisse größer werden. Ja, stimmt. Selina, Hallöchen, wie geht's dir, meine Liebe? Wie geht's dir? Jetzt malt sie? Nee, geh mal bitte erstmal Pipi machen. Ist jetzt hier eigentlich sauber? Hier wird gelebt. Naja, nicht so ganz. Oh Gott, geh bitte doch einfach. Nicht aufs Töpfchen. Ach, kann sie nicht. Magie, Reparatur. Die hat es einfach schon repariert von da hinten. Krass. Okay, cool. Cool. Dann mach einfach wieder ein Kraftnickerchen. Und in der Zeit kann ja die Tochter mal staubsaugen. Geht das? Ja. Oh no, sie hat sich in die Hose gepullert, weil das Klo kaputt war. Oh mein Gott, wie traurig. Heute ganz gut. Ganz gut. Und dir, mir geht's auch gut. Lieb, dass du fragst, Selina. Dankeschön. Habe heute Zeugnisse bekommen. Und war. Und wie? Wie lief's? Perrin Russell, 16 Jahre. Wow.
Eigentlich bin ich, glaube ich, unter Schock oder so. Ich raff nicht, was da gerade passiert. Oh no. Oh no, Lilia, wieso? Ich will wissen, was Esmeralda kriegt. Welches Baby? Also was für welches Baby? Welches Geschlecht? Gucken wir gleich. Wir müssen nochmal würfeln, gell? 13 mal eine 1 und eine 2 im Praktikum. Somit Schnitt 1,7. Aber die 2 nervt mich schon. Verstehe ich. Aber Selina, ich will dich jetzt nicht irgendwie runtermachen oder so, ne? Ich hab's von dir erwartet, Girl. Ich hab's von dir erwartet. Wenn nicht von dir, von wem dann? Nee, haben wir doch schon. Okay. Ah ja, stimmt. 50 war's. Wenn nicht von dir, von wem dann? Du bist die fleißigste Maus, die ich kenne. Die fleißigste Maus, die ich kenne. Jetzt ohne Spaß. Es ist krass. Es ist so krass. Und hier unten bitte auch nochmal staubsaugen. Perfekt staubsaugen. Heimkehren? Amara ist momentan in der Schule. Oh nee, nicht nach Hause gehen. Ja, war geschockt, weil ich eine 2 auf dem Zeugnis hatte. Siehst du? Selbst du bist geschockt darüber. Gut, dann habe ich ja nichts Falsches gesagt, ne? Dann habe ich nichts Falsches gesagt. Dann ist es komplett in Ordnung. Okay, also, wie wollen wir das machen? Wollen wir mit Caleb auf ein schönes Date gehen? Die Vögel sind da und singen da. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? War das süß. Über Wurzeln reden. Ach, schön. War das süß. Jeder war geschockt, weil ich eine 2 auf dem Zeugnis hatte. Oh mein Gott, du Maus. Aber düngen kann ich sie jetzt nicht, ne? Die sind leider erst vor kurzem angekurbelt worden. Okay. Düngen kann ich sie aktuell nicht, weil wir haben ja Dünger. Okay, gut. Also haben wir jetzt uns um die gekümmert. Also, oh mein Gott, ey. Wie wollen wir es jetzt machen? Wollen wir ihn zu einem Date einladen? Also so ein richtig schönes Date. Und wollen dann im Prinzip ihm einen tollen Heiratsantrag machen und alles so fancy-schmancy und so und, ne, ihr wisst Bescheid. Oder der Direktor ruft an. Warum ruft denn der Direktor an? Wir sind doch in der Schule. Amara ist nicht zur Schule gegangen. Amara. Amara geht zur Schule. Geht so doch nicht. Es regt mich so auf, dass wir unseren Hund nicht einfach so blitzblank machen können. Das ist einfach frech. Wir können ihn nur zum Begleiter machen. Oh nein, oh nein. 24 Stunden bis zur Rechnung. Okay, also. War kurz weg. Haben Caleb und sie sich jetzt getrennt? Livia, du hast den Spice noch nicht mitbekommen. Es wird richtig wild. Nächste Woche ist es dann wieder Praktikum für eine Woche und dann Urlaub. Oh, wie schön. Gehst du irgendwo hin? Oh, Juli. Oh no. Das war bei meiner Katze aber auch so. Die war auch dann leider weg. Okay, Fütter haben wir aufgefüllt. Sauber sind sie auch. Okay, super. Also den Tieren geht es soweit gut. Können wir hier vielleicht noch sauber machen? Hä, was haben wir jetzt geklickt? Eier sammeln. Ja, Eier sammeln. Nee, Stall säubern. Futter in der Nähe verstreuen. Herumzubasteln. Hast du Lust mit dem Raketenschiff? Nee, Vadern. Nee, Vadern, so nicht. Zum Raketenschiff basteln gehen wir nicht. Nee, nee. Und was ich dann jetzt auf jeden Fall mache, ist unsere arme Maus mal baden. Ja, weil Lotte ist die ganze Zeit einfach nur dreckig. Das geht so nicht. Warum ist sie sauer? Stimmungsschwankungen. Oh no. Und Heißhunger hat sie. Aber den können wir ja erfüllen, ne? Also, die kann ja. Heißhunger essen kaufen gehen. Ganz genau. Und wir speichern mal zwischen, würde ich sagen. Wir speichern zwischen, das ist eine gute Idee. Meine Eltern fahren an die Ostsee und da bekomme ich den Gartenschuss und mache eine Woche mit meinem Freund Urlaub im Garten. Auch cool. Hatte nur Hauskatzen, würde keine Nacht schlafen. Mein Freigänger. Ja, also das mit Freigängen ist halt immer sehr wild, ne? Also einerseits will man seinen Katzen das schon ermöglichen, weil sie haben halt dann, ja, sie haben halt viel mehr, ne, davon. Und können halt auch jagen, etc. pp. Andererseits ist es halt wirklich so, also
die meisten Katzen von mir damals sind einfach weg gewesen. Die einen haben sie mitgenommen, die anderen haben sie sind überfahren worden und so. Und das ist halt, ja, es kommt halt immer auch auf die Gegend drauf an. Mitten in der Stadt würde ich jetzt auch keine Freilaufkatze haben. Ich bin mal weg, ihr Hasen. Einen wunderschönen Abend euch allen noch. Dir auch, Lilia. Und danke, dass du da warst. Ich habe mich sehr über deine Gesellschaft gefreut. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich, meine Liebe. Bye, bye. Und vielleicht bis morgen. Vielleicht bis morgen früh. Meine Eltern haben einen Garten und die alten Katzen waren nur im Garten. Und die kamen sofort, wenn meine Eltern gepfiffen haben. Das ist ja perfekt. Was macht die denn? Süß. Katerwolle. Woher kommen denn diese ganzen Tuning-Teile eigentlich? Also mal so nebenbei, wo ist denn sie überhaupt jetzt? Ach so, Heißhungeressen kaufen. Woher kommen die Tuning-Teile und die Geschenke? Öffnen, Rechnung bezahlen. So, in welchem Trimester sind die Maus? Zweites Trimester. Wir können doch jetzt schon, oder? Nee, ach nee, zweites Trimester in 10 Stunden. In 10... Ein Vogel? In 10 Stunden können wir dann... schauen, welches Geschlecht unser Baby hat. Hubschrauber. Ah, okay, okay. Pflanze entwurzeln, über Wurzeln reden. Reden und Pflanze entwurzeln ist so ähnlich. Ich habe ein bisschen Angst. Energie, Blitzblank. Diese Fliegen sind einfach so ein Ding, das ist schrecklich. Also Leute, gehen wir jetzt auf ein Date? Meine zwei jetzt kann ich leider nicht rauslassen. Wohne zu nah an der Autobahn, ja, und wirklich sehr zentral in der Stadt, genau. Mein Kater ist immer im Flur nach draußen gelaufen und hatte keine Wahl. Und ja, er wäre so oder so rausgekommen, etc. Aber jetzt habe ich eine Hauskatze und habe auch Paranoia, wenn sie nur in den Flur läuft wegen dem letzten Mal. Ja, das verstehe ich. Bin auch mal weg. Ich mache erstmal eine Pause vom Handy und zeichne etwas. Oh, Shandy, ganz viel Spaß. Ganz viel Spaß. Und wenn du Lust hast, kannst du dein Ergebnis gerne in den Discord posten. Würde ich mich freuen, meine Liebe. Würde ich mich freuen. Hab noch einen schönen Abend, Shandy. Kann man so nicht sagen, wohnen in Frankfurt. Hier sind viele Freigänger. Kommt auf den Charakter der Katze an. Es gibt Katzen, die verstehen Stadt. Ja, aber wie du schon sagst, ist halt sehr, sehr riskant zu sagen, versteht meine Katze Stadt oder nicht? Wenn du Dreck isst, könnte ich... Nee, ach, ist... Nee? Entschuldige, bedroht die gerade unser Küken? So nicht. Geh weg. Caleb möchte eine Verabredung. Wir nehmen, wir machen eine Verabredung. Er möchte eine Verabredung, dann machen wir eine Verabredung. Passt auf, wir gehen essen und machen ihm dann einen Heiratsantrag. Und wir feiern so eine richtig tolle Hochzeit und lassen ihn dann aber am Altar stehen. Ja? Wir planen die dann so richtig mit Kuchen und allem möglichen Zeug. Wir machen das so richtig fancy, schmancy. Wir lassen das jetzt, wir lassen da uns... Wir lassen unsere Fantasie da richtig... explodieren. Wir bauen sogar eine richtig tolle, ihr könnt eine mega tolle Location für die Hochzeit bauen oder so. Das wär's. Das wär's. So eine richtig tolle Hochzeitslocation. Und, ja. Ich stelle mir irgendwie was sehr Naturverbundenes vor mit Springbrunnen und Statuen und ganz viel Blume und alles mögliche. Also das wäre toll. Das wäre toll. Um Verabredung bitten. Meine definitiv nicht. Oh. Fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, sehe seit Jahren jeden Morgen dieselbe Katze. Sie stellt am Morgen die Bewegung ein. Ja, siehst du? Dann hat man wenigstens Glück, dass die so ist. Aber ich finde es halt, ja, ist mir zu riskant, Flurlicht. Ist mir zu riskant zu überlegen, schafft meine Katze das oder nicht. Hm. Okay. Also, wir gehen was essen mit Caleb. Gibt es irgendein Restaurant? Habe ich jetzt wieder über ein Restaurant platziert? Das ist ja so die Sache. Da ist eine Bar, aber auch kein Restaurant. Haben wir irgendwo eins? Wisst ihr dazu völligerweise was? Sammy Schuhne Stranger ist auch kein Stesso Valley vielleicht. Longchamp. Brindleton Bay. Auch nur eine Bar. Auch nur eine Bar. Gibt es keine Restaurants? Flurlicht, du erzählst es immer so nüchtern, es ist echt wild. Windenburg?
Ah, Sophia, Hallöchen. Hi, hi. Ist da ein Restaurant? Nö. Doch, doch, stimmt. Grünenburger Restaurant. Stimmt, stimmt. Haben wir sogar platziert, glaube ich. Ich gehe jetzt weg, es taui. Hallo nochmal. Hi, hi, Sophia. Hallo. Aber Leute, ich würde jetzt einfach sagen, wir machen auch Schluss für heute. Und diese Mega-Verabredung heben wir uns für nächstes Mal auf. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Ideen habt für das Würfelspiel bei Esmeralda. Daumen nach oben und ein Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, wenn ihr gerne mal live dabei sein wollt, folgt mir auf Twitch. Ich bin von Dienstag bis Sonntag jeden Tag live. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.